Ja, hallo, hier bei Mesh unterm Messer. Ich steche mich. Ich bin die Alex und da ist noch die Dina. Hi. Und der. Hallo. Moin. Und dann ist da noch der Flo. Und wir haben uns heute die 21. Folge, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, auf den Schirm genommen. Mit dem schönen deutschen Titel, geh auf Seite, hier bitte mal absaugen, was im Englischen Sticky Wicket heißt und wohl für irgendwie in der Klemme stecken oder schwierige Situation haben steht. Und die schwierige Situation, ja, wie stellt die sich dar? Wir fassen zusammen, haben Chirurgen zu Anfang, die sich messen und betteln und prügeln. Wir haben einen Frank, der sagt, aber warum bist du denn so böse zu mir? Und einen Hawkeye, der ihn runtermacht. Dann haben wir einen Hawkeye, der sich beim Operieren nicht ganz so geschickt anstellt, sodass ein junger Mann anders als erwartet nicht wieder auf die Beine kommt und sein Fieber nicht runtergeht, welches dann irgendwann klar wird, da muss noch irgendetwas in dem jungen Mann drinstecken, was da nicht hingehört. Das wird dann entfernt und da fängt Frank dann wohl auf, dass das jetzt jeder übersehen hätte können. Ja. Und wir haben hier schon wieder am Anfang ein anderes Intro, ne? Das ist genau. Wieder das gleiche oder ein anderes? Weil das habe ich wieder das nicht. Ist das Gleiche wie in der letzten Folge, dieses mehr Jessica-Intro. Ah, okay. Genau. Naja, und wie gesagt, wir haben halt hier wieder den obligatorischen Schwanzvergleich zwischen Frank und Hawkeye, der ja sich wie immer hochschraubt, immer mehr und so weiter und so fort. Ich find's mittlerweile echt lästig. Ja. Ja. Es ist jetzt schwierig, gerade wenn man die Folgen so mehr oder weniger direkt hintereinander guckt. Ja. Ich meine, es ist ein laufendes Thema. Ich sage jetzt mal so, ganz schlecht kann Frank natürlich nicht sein. Es kam jetzt in der, sonst hätten wir ja viel mehr Folgen, die mit dem Tod von seinen Patienten sich beschäftigen. Mhm. Nein, er ist ja wohl ein okayer Chirurg, aber nicht wirklich gut. Und was wir immer wieder gesagt kriegen, ist, dass ja gerade Hawkeye und Trapper John irgendwie so die absoluten Zauberer auf dem Gebiet sind. Ja. Also von daher denke ich, dass Frank ist so nach dem Motto, ja, für die Armee reicht's. Aber die beiden sind halt, wie gesagt, äußerst begnadet. Ja. Und ja, also gut, es fängt jedenfalls gut. Es kommt am Anfang ein kurzes Pokerspiel, was jetzt aber auch so wichtig nicht ist, glaube ich. Hier ist auf einmal wieder dieser komische Australier oder was ist das, der da im Sumpf rumhängt? Australier? Der mit der Tarnmütze, der das erste Pokerspiel verschlafen hat. Und das ist Ugly John, der Anästhesist ist das, ja. Stimmt. Warum habe ich das jetzt? Okay, Entschuldigung. Okay. Aber viel lustiger ist, Raider spielt mit. Und ja. Sogar halbwegs erfolgreich. Genau. Ja, wo ja dann auch irgendwann wenn John ihn fragt, wer hat dir eigentlich beigebracht, Poker zu spielen? Und sagt, ja, du. Ja. Ja, wo sind wir denn hier? Ich habe hier so einen hübschen Zettel, wo auf dem tatsächlich für diese Folge... kommen halt die Hubschrauber rein, mal wieder. Ja. Das nach währenddessen, natürlich wie immer. Ah, stopp, nee, ich brauche hier noch was, weil ich finde, ich bin mal kurz in Raiders Situation, welcher sich darüber beschwert, dass über seine Größe sich lustig gemacht wird. Das möchte ich gerade noch mal herausheben. Das ist wirklich nicht lustig, wenn das ständig passiert. Ich werde euch daran erinnern. Also Alex, dieser Zwergenaufstand ist jetzt hier nicht schön. Nein, doch.
Flo, ja, weil ich glaube, da sehen wir einfach drüber hinweg, oder? Passiert mir bei ihr ständig. Den, aber wir beißen ihn einfach in die Achillessehne, oder? Ja, aber mir gehen langsam die Zähne aus. Das haben wir ja gestern schon thematisiert. Ich aber ich welche. Würde sagen, gehen wir trotzdem weiter in der Geschichte. Ja. Also, wie gesagt, es kommt dann halt zur ersten OP. Wie gesagt, die beiden haben wie immer ihr übliches Gelaber und ihren üblichen Schwarzvergleich. Und bei der ersten OP kommen dann halt schon wieder ziemlich böse verletzte junge Männer rein. Und Hawkeye erwischt einen jungen Kerl mit einer Splittergeschossverletzung, wo halt tatsächlich das Zeug überall rumliegt, in diversen Wirbeln und in diversen Organen und so weiter. Das ist nicht erst die zweite OP? Bei der ersten war das, glaube ich, noch nicht. Der zweite Patient ist es. Hubschrauber, genau. Und dann, als das zweite Mal die Hubschrauber kommen, nachdem er Frank so runtergeputzt hat, hat er halt den verletzten Jungen unter dem. So, und es sieht ja im ersten Moment erstmal relativ souverän aus, was er macht. Also, man hat jetzt da noch keinen Anlass zu glauben, dass da irgendwas schief geht. Also, sie machen auch wieder ihre obligatorischen Witzchen und so weiter und so fort. Und ja. Übrigens auch interessant, was ich auch in der Darstellung sehr genial fand, dass halt nach der ersten Welle Hawkeye Frank so runtergeputzt hat, natürlich Major Houlihan Hotlips wieder mit General Clayton telefonieren wollte, weil halt die Moral und wie kann man dann nur einen Major so behandeln und so weiter, sie also völlig auf 1080 in Richtung Hawkeye ist. Aber dass dann bei der nächsten Operationswelle sie ihm halt assistiert als Schwester und in dem Moment auch wieder beide die Professionalität selbst sind. Da gibt es kein Gestichel, kein Nix. Hier, zack, zack, wir haben was zu tun, wir machen das. Das fand ich also sehr schön gegeneinander gestellt. Ja, das finde ich auch gut. Man sieht, dass sie Profis sind, egal wie viel Blödsinn sie sonst immer anstellen. Im OP, kein das Scheiß. Nehmen sie ernst, ja. Ja, wo sind dann, wir? Dann hat Hawkeye natürlich ein Problem mit seinem zweiten Patienten. Ja. Dem geht es einfach nicht besser. Und das scheint selten zu passieren, so sehr, wie ihn das mitnimmt. Ja, genau. Einmal das und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Charakterdarstellung sein soll, dass ihn das generell mitnimmt, wenn er da nicht vorankommt. Also ich glaube von der Reaktion her, es ist ja nicht so, dass er sagt irgendwie, oh Gott, diesmal, er ist ja auch der Erste, der selber sagt, ich könnte was übersehen haben, eigentlich nicht, ich gehe nochmal alles durch, was ich gemacht habe. Also nicht so, als ob das jetzt das erste Mal ist, dass der Superchirurg irgendwo nicht klarkommt, sondern das ist, dass er es halt wirklich ernst nimmt. Es ist sein Ding. Er hat ihn operiert, es wird nicht besser. Er nimmt es persönlich, genau. Ja. Und das ist auch das, was mich persönlich an der Folge ein bisschen gestört hat. Also ich kann bei ihm vollkommen verstehen, dass ihn das so mitnimmt. Das sehe ich ein, weil er ist Profi, er möchte, und er ist ja auch im Herzen ein guter Kerl. Er möchte nicht, dass Leute unnötig leiden und er möchte gute Arbeit machen. Mhm. Aber tatsächlich, wie gesagt, er fängt ja dann auch tatsächlich an, komplett abzudrehen. Also er lehnt das Kartenspielen ab, er lehnt die Drinks und die Weiber ab und so weiter. Er kriegt das Hirn nicht von dem Fall los. Das heißt, er fängt an abzudrehen, er hört auf abzudrehen. Genau. Das ist ja gerade das Erschreckende. Genau. Er zieht sogar aus dem Sumpf aus, damit er Zeit hat zu denken. Ich habe da auch so hin und her überlegt, aber ich glaube, das ist wie gesagt das Charakterding. Es ist für ihn nicht einfach halt jetzt irgend so ein Körper, der da kurz am Fließband unten drunter durchläuft. Richtig. Das ist für ihn wichtig. Und ich glaube jetzt auch nicht mal, Dela, du hast ja mehrfach gesagt, Schwanzvergleich. Mhm. Das glaube ich auch nicht. Also genau, hier nicht, genau. Was mich halt hier in der Folge so gestört hat, es kommt ja dann später von Blake die Ansprache, von wegen jetzt stell mal dein Ego ein bisschen zurück, du bist ja nicht in deiner Privatklinik, wo du dir die Kunden aussuchen kannst. Ich habe diesen ganzen Konflikt, den er in der Folge hat, absolut nicht auf sein Ego geschoben und das stört mich an der Folge ganz massiv. Genau, das sehe ich auch so. Was ich nicht verstehen kann von den Punkten ist, dass er aus dem Sumpf auszieht und sowas, dass er sein Verhalten so stark ändert. Was ich gut verstehen kann, ist, dass als Frank dann so ein bisschen stichelt, dass er ihm einen in die Fresse gibt oder fast.
Das verstehe ich sehr gut. Aber das andere ist tatsächlich eine sehr merkwürdige Reaktion in meinen Augen. Ich kenne sowas von mir, wenn mich was sehr beschäftigt, dann will ich auf einmal alles andere auch nicht um mich rum haben. Der hat es dann ja auch gesagt, als er gefragt wurde, warum ein bisschen da raus war das von Henry. Ja, er sagt dann, das Klicken von den Pokerchips, das Blubbern der Destille, das lenkt mich vom Denken ab. Also nicht, die gehen mir alle auf den Sack, sondern ich muss denken. Ich will rausfinden, was da jetzt ist. Irgendwas. Und es ist ja auch so, er schließt ja auch nie aus. Ich höre mich ziemlich an wie so ein völliger Hawkeye-Fanboy, ne? Ja, aber das ist vollkommen okay. Aber darfst du sein, ich mag ihn. Wirklich dieses. Und es ist auch nicht, irgendwer anders hat was falsch gemacht, was von Frank dann ja auch gerne kommt. Genau, das ist. Es ist irgendwo bin ich fehlgegangen, ich habe aber keine Ahnung wo. Was ich gemacht habe, ist theoretisch alles richtig. Und dann, als er mit Houlihan ja auch spricht, er sagt ja, den Darm habe ich an sich ja auch mal durchlaufen lassen, bevor ich zugemacht habe und so. Das heißt, also er sucht nicht die Schuld und so weiter, er sucht das Problem, was übersehen, vergessen wurde, eventuell auch von ihm. Ja, und vor allem, das, ich glaube, was ihn so fertig macht, er rechnet die Möglichkeit ein, dass er da Scheiße gebaut hat, das ist Variante 1, aber es besteht, und das ist, glaube ich, das, was ihn noch viel mehr nervt, natürlich auch die Möglichkeit, dass entweder der Patient irgendwas schon vorher hatte, dass er, was weiß ich, irgendwelches Immunsystem gedöns hat, weshalb das jetzt amok läuft oder was weiß ich, dass es vielleicht sogar tatsächlich was ist, worauf er überhaupt keinen Einfluss hat. Und ich glaube, der Gedanke nervt ihn noch viel mehr als die Idee, dass er dann Fehler gemacht haben könnte. Ich denke, das ist alles zusammen halt. Es hätte so und so laufen sollen. Es ist nicht so gelaufen. Jetzt ist es meine Pflicht als der Chirurg, als der ich mich sehe, rauszufinden, was da falsch gelaufen ist. Ob ich den Fehler gemacht habe, wer anders, egal, genau. Ich muss es rausfinden. Ja, insofern schon ein Herausstellen eines sehr positiven Charakterzugs, was halt auch für den späteren Verlauf der Serie wichtig ist, dass immer mal wieder wichtig ist, dass der Typ einfach ein Menschenfreund ist. Von daher, wie gesagt, ich habe zu der Folge jetzt auch nicht so viele Notizen, weil das halt für mich jetzt auch irgendwie erschien, dass es der Hauptfokus ist. Mhm. Ähnlich wie die Hard-Ass-Hawkeye-Folgen auch zu zeigen, dass er trotz aller Shenanigans, die da veranstalten, immer noch jemand ist, der das Ganze, also die chirurgische Arbeit sehr, sehr ernst nimmt. Ja, ich gebe dir recht, aber da steht für mich eben wieder genau diese Ansprache von Blake im Weg. Mit diesem, du Arschloch, jetzt zieh mal dein Ego wieder ein kleines bisschen zurück. Und ich habe das tatsächlich wirklich nicht als sein Ego-Problem gelesen. Ich auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was die Antwort war. Also es war ja auch nicht so, dass er dann defensiv wurde. Nee, also die Antwort ist das, was mich dabei eigentlich sogar noch mehr stört. Ich meine, Henry denkt halt, okay, es ist sein Ego. Aber Hawkeye, dem es ja eigentlich darum geht, eine Lösung zu finden und der mit sich selbst unzufrieden ist, greift Henry hier wirklich an und beleidigt seine Intelligenz und es macht ihn also wirklich nicht irgendwie gestichelt, sondern richtig beleidigend. Ja. Und das fand ich schon wieder ein bisschen, naja. Na, was ich auch schlimmer finde, er gibt ihm ja am Ende sogar dann noch recht. Also es ist ja, er macht ihm ja so ein beschissenes, aber er macht ihm ja dann noch ein Kompliment so von wegen, du bist ein Arschloch, wenn du recht hast, so sinngemäß. Und nee, so das ungefähr, hat so überhaupt nicht reingepasst. Ja, nein, das ist so, ja, fand ich jetzt auch ein bisschen schwierig, aber insgesamt passend. Also wie gesagt, jetzt, wenn man halt einen Charakter nimmt, der halt das so ernst nimmt und dann in dem Moment, wenn ihn dann eine Sache so hart beschäftigt, dass alles andere halt nicht mehr geht. Er schickt ja sogar ein Mädel wieder weg aus dem Zelt, in das er gezogen ist. Aber er sagt jetzt nicht, ich muss nachdenken. Nicht, weil er jetzt sagt, ich bin irgendwie, ich muss nachdenken, ich will es rausfinden. Das Zelt hatte ja übrigens alles außer den Kitchen Sink. Genau, die aber gerade angeliefert wurde. Gebracht wurde. Ja, also das war von daher. Ja doch, also ich fand es jetzt sehr interessant, also auch wie dann Hawkeye eben so mit sich ringt und wie er. Wie dann irgendwie alles dahinter zurücktritt, die Lösung zu finden. Man hatte jetzt nicht so oft was zum Kichern, aber insgesamt, ja. Wie ist denn für euch diese Szene zu bewerten? Also nach der Ansprache von Blake geht er ja dann raus und trifft auf Hot Lips, die ihn auch ganz freundlich, was ich auch von ihr so nicht erwartet hätte,
tatsächlich versucht freundlich nochmal mit ihm zusammen zu denken, was da schiefgelaufen sein könnte. Erstens fand ich es überraschend, dass sie doch so freundlich war, aber ihr geht es halt auch um den Patienten, da sind wir wieder genau, bei dem professionellen. Ja. Genau. Aber da muss ich sagen, hat er wieder komisch reagiert. Er fährt sie ja erstmal an. Aber er widerspricht ihr ja nicht, dass es was sein könnte. Nee, er sagt, klar, das habe ich gemacht. Wie gesagt, ich habe, bevor ich ihn zugemacht habe, den Darm noch einmal durchlaufen lassen, also durch die Hände geguckt, ob was ist. Ja, aber wie gesagt, da geht sie halt trotzdem erstmal an, wer hat denn das Arschloch repariert, du oder ich? Also die Reaktion fand ich dann schon wieder ziemlich mies. Ja, er lässt seinen Selbsthass ziemlich an anderen Leuten genau. aus, die ihm eigentlich helfen wollen. Ich meine, es ist verständlich, so zu reagieren, aber es ist trotzdem ein Arschloch-Move. Das stört mich tatsächlich in dieser Folge an Hawkeye so ein bisschen. Das passt nicht so richtig in den Charakter rein, den wir bis jetzt kennengelernt haben. Genau. Aber er gibt dir keine Schuld. Also er sagt nicht, du hast Scheiße gebaut beim Assistieren, sondern... Ja, er ist nicht Frank. Genau. Ja. Ja, es ist so ein bisschen schwierig, wobei ich, wie gesagt, ich kann diese Art, mit so Sachen umzugehen, aus Gründen, die ich sehr gut verstehe. Ich habe da so einen Kollegen, der ist so ähnlich manchmal. Von daher hat das bei mir eigentlich sehr eingeschlagen. Mhm. Und also ich kann alles komplett verstehen. Also wer immer das geschrieben hat, die Folge, glaube ich, hat dann auch solche Erfahrungen gehabt. Ja. Nein, also das kann ich auch wirklich gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, dass er sie dann, das Einzige, was mich echt gestört hat, war dieses Ding, dass es auf sein Ego geschoben wird. Wobei man das vielleicht tatsächlich von außen so beurteilen kann, wenn man davon keine Ahnung hat. Also wenn man jetzt den Menschen so direkt nicht so gut kennt. Und das Zweite, was mich eben gestört hat, war dann, dass er Hotlips so anmault im ersten Moment. Wobei die eine Sache mit dem Ego... Kann ich, glaube ich, verstehen, wenn man das dann auch so selbst im Hintergrund mitdenkt. War es jetzt wirklich mein Ego? Und man da dann natürlich so ein bisschen empfindliche. Weil wenn man ja alles mit einberechnet an Ursachen und das eigene Ego mit drin hat, ja, stimmt und dann schon. Kommt jemand von außen und bröckelt da nochmal ran und weg. Ja, stimmt schon. Ich glaube auch, diese Ego-Sache ist mehr so, ja, ich bin ein guter Chirurg und jetzt haut mir sowas da noch rein und irgendwie dieser Selbsthass, der knabbert natürlich am Ego. Also es ist schon eine Ego-Sache, vielleicht nicht unbedingt, ich bin der Größte, sondern mehr diese Selbstzweifel-Ego. Ja, ich hätte noch genauer gucken sollen, ich hätte es noch exakter machen sollen. Also, ja, genau. In der Richtung, ja. Hm. Naja, und dann kommt ihm ja der Geistesblitz noch an, von wegen, Scheiße, ich habe wahrscheinlich doch was übersehen, nachdem es ihm ja Hotlips schon gesagt hat, sogar wo er so eventuell übersehen hat. Und er reist dann in einer Not-OP alle draußen selten. Hm. Entschuldige ich es noch bei Frank, der da im Schrank stehen lässt. Was hatte der in der Hand? Eine Bratwurst? Ich müsste jetzt auch noch mal schauen. Ja, der hatte irgendwas, als Frank im Schrank stand. Ich hatte jetzt nicht die Energie, noch mal dreimal zurückzuspulen, um zu gucken, was das ist. Aber ich dachte, ja, ich habe, wie gesagt, das nicht auf dem Schirm und möglicherweise eine Bratwurst. Ich weiß nicht, ob die Fütterung unterbrochen wurde oder ob Frank gedacht hat, das dauert länger. Ich weiß es nicht. Aber es kommt ein bisschen Verpflegung. Bratwurstspiele, man weiß es nicht. Naja, aber Frank kommt ja dann hinterhergetrottet in den OP und guckt Hawkeye während der zweiten OP dann über die Schulter und er findet dann halt auch tatsächlich, also Hawkeye findet dann tatsächlich den übersehenen Splitter. Und hier ist wirklich das erste Mal, glaube ich, insgesamt, dass Frank mal wirklich freundlich ist und zu ihm sagt, das hätte jeder übersehen. Ja, und Hawkeye ist aber auch wirklich ehrlich, als er ihm sagt, danke Frank. Also genau. Das ist ja auch nicht so gestichelt, das ist ja wirklich auch von Herzen gemeint. Genau. Ist eigentlich ein netter Moment zwischen den beiden. Also man sieht, dass sie werden nie Freunde, aber dass sie auf professioneller Ebene doch zusammenarbeiten können. Wenigstens ab und zu. Ja, wenn es das ja, Thema verlangt. Natürlich. Ja. Haben wir Zitate? Ich hätte einige, aber vorher habe ich noch eine kleine Szene, über die ich ganz gerne kurz sprechen wollte. Erstens während der Prügelei, als
Vader da sitzt und erstmal sich völlig für die Szenerie nicht interessiert, aber erstmal sein Essen in sich reinbringt. Ja. Das fand ich fantastisch. Ja, wobei das in Sicherheit bringen am Ende ja. Ja gut, aber das kann er ja nicht wissen. Ich meine, die können ja in jede Richtung fliegen. Und ja. Das Zweite, was mir aufgefallen ist und was ich noch lustig finde, da haben wir wieder genauso wie in der Dear Dead-Folge in der zweiten, Hawkeye geht duschen und hat noch die Boxershorts an. Natürlich. Das konnte man auch damals im Fernsehen nicht so wirklich. Ja gut, aber man sieht ja eh bloß den Saum. Also von daher hätte man ja da eh nicht mehr gesehen. Ja. Und diese Folge hatte es übrigens mal umgekehrt. Hawkeye wurde übergriffig bedrängt. Wo er da im Zelt liegt und sagt, ich möchte denken. Mhm. Und das Mädel will einfach nicht aufgeben. Sagt, nee, komm hier trotzdem. Hä, willst du nicht doch? Ich glaube nicht, dass wir das so schnell nochmal sehen werden. Und wenn ich mich nicht täusche, haben wir in dieser Folge am Anfang, als die Hubschrauber landen, die Szenen, die wir auch im Vorspann haben. Also mit dem Hubschrauber, den laufenden Schwestern. Mhm. Das ist mir auch deutlich aufgefallen. Und wir haben, das kommt zusammen vielleicht mit den Zitaten, auch während dieses Streits im Essensraum zu Frank. Du hast dreimal nach Assistenz gefragt und dann zu Vader gewandert, gib mir mal das Salz. Man schmeckt ja immer noch was hier von dem Zeug. Ja. Und ja. Vader weiß wieder, mit welchen Worten Hawkeye Frank beleidigen will. Das fand ich auch genial. Wo war ich stehen geblieben und dann fiel Zitate. Etwas. Ja. Nee, wo war ich stehen geblieben, sagt Hawkeye und Raider sagt etwas, was er noch gar nicht... Surgical incompetent, genau, das war's. Ja, genau. Ja, ich habe Zitate. Ich habe, ich hatte ja da vorhin schon reingekrätscht. Über welche Größe sollen wir uns bei dir lustig machen? Da musst du erst mal ein bisschen wachsen. Genau. Aber es war ja auch, als Raider ins Zelt reinkam, wo Hawkeye seine Ruhe wollte. So, I knew it as soon as the door opened that I saw your 3-foot shadow. Genau. Ja. Und ich habe noch zwei schöne von Blake. 20.000 Meilen weg von zu Hause und trotzdem werde ich von Weibern rumgeschubst. Manchmal habe ich das Gefühl, Hulan wird von meiner Frau ferngelenkt. Ja, das habe ich auch mehr aufgeschrieben. Ja, dann habe ich hier noch ein Willst du mich in der Pfeife rauchen, wo ich gerne gewusst hätte, was im Englischen, aber ich war mal wieder zu faul, weil ich hätte an anderer Stelle graben müssen. Ich kann ja nicht einfach die Tonspur wechseln, so wie ich. Welche Ecke war das? Das war, als er ihn beschimpft, als Hawkeye Frank beschimpft. Dass Frank dann aufsteht, auf ihn zu will? Ja. Am Essen? Ja. Da sagt er im Englischen, what do you wanna eat me? Weil er hat noch Messer in der Hand. Okay, willst du mich in der Pfeife rauchen? Hat nämlich nicht gepasst für mich. Ja. Okay. Und dann, im Moment guckt Frank dann ja auch runter auf das Essbesteck nur an den Händen und ist ein FS-Mob. Ja, und dann fand ich es noch hübsch, ihn zu fragen, warum lassen sie sich nicht mal die Wunde unter ihrer Nase warum lassen sie nicht mal die Wunde unter ihrer Nase ausheilen? Aber dieses Wilde zwischen sie und du hin und her, das hat mir in dieser Folge auch ein bisschen gestört. Das machen sie aber häufiger. Ja, aber das war dieses Mal irgendwie von Szene zu Szene irgendwie springend. Und, das wusste ich damals in meiner Beziehung auch immer, wenn meine Freundin angefangen hat, mich zu siezen, war ich im Arsch. Ja, wenn man danach gehen könnte, aber das ist es ja nicht mal. Ja. Und als letztes hätte ich noch die Ansprache von Blake eben. Deinen Anspruch, ein perfekter Arzt zu sein, kannst du zu Hause in deiner Privatpraxis haben, wo du deine Patienten aussuchen kannst, aber nicht in dieser GI-Metzgerei. Ja. Jetzt wissen wir auch, wo Frank sein Würstchen her hat aus der GI-Metzgerei. Jetzt wird es dann aber doch wieder unappetitlicher, als ich das gerne hätte. haben wir eine Bewertung? Ich glaube, ich mochte die Folge alles in allem schon ganz gerne, einfach wegen ihrer Dynamik. Ich glaube, ich würde... ja, weiß nicht. Siebenmal wachsen, bis ich so groß wie Raider bin. Okay. Ich würde sagen, 7 von 10 GI-Metzgereien.
Weil ich habe, wie gesagt, dieses Ego-Problem, was hier thematisiert wird, gar nicht so gesehen. Mir ging der Schwanzvergleich wieder auf den Sack, aber der geht mir immer auf den Sack. Aber ich mag tatsächlich, wie Hawkeye sich plötzlich von der Schlampe, die er ist, in einen Mann verwandelt, der eben wirklich im Hirn nur noch Platz hat für dieses eine Problem. Deswegen ganz stabile Folge, macht Spaß anzugucken. Ja, da ist wieder eine Hard-Ass-Hawkeye-Folge war im weiteren Sinne. Fand ich die sowieso schon mal gut und weil ich mich dann auch so ein bisschen called out gefühlt habe, dann gibt es also von mir insgesamt 8 von 10 gepolsterte Güllegruben. Wo hast du die denn jetzt ausgegraben? Das sagte er zum Swamp. It's an upholstered cesspool. Eine gepolsterte Güllegrube. Oh, okay. Ja, ich fand die Folge auch nicht übel, aber so ein paar Charaktermomente haben mir dann doch ein bisschen die ganz gute Wertung versaut. Ich gebe 6 Schrapnelle von 10. Sauber entfernt? Die 6, ja. Ja, dann haben wir das nächste Mal die Folge 22 und für dieses Mal sind wir durch. Ja. Außer ihr habt noch was. Nö. Nö. Dann sage ich tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Und dann sind wir raus. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei Mesh unter Messer, heute mit Episode 22 aus Staffel 1, der Endspurt. Der englische Originaltitel lautet Major Fred C. Dobbs und da müssen wir sicherlich nochmal auseinandernehmen, wo das herkommt. Zu Deutsch heißt der Gier, Angst und nochmal Gier und die Autokorrektur hat in meinen Notizen aus dem ersten Gier hier gemacht. Super. Ja, es geht darum, dass Frank und Hawkeye an einem Patienten operieren und Frank dann die Schwester Ginger für seine Verfehlungen zur Sau macht, wofür er dann mal wieder den Spott und die übliche Behandlung von den anderen Sumpfbewohnern bekommt. Und dieses Mal zieht er es aber durch und lässt sich versetzen. Und Henry stimmt dem sogar zu. Naja, dass es nicht so super ist, wenn man dann einen Chirurgen weniger hat und wahrscheinlich keinen Ersatz bekommt, das bekommen die anderen dann auch noch mit. Und ja, so geht's dann drum, verdammt nochmal, was machen wir? Wir haben heute ein wirklich volles Board hier und ich würde sagen, wir fangen mal an, nicht in der üblichen Chat-Reihenfolge, sondern mit unserem Stargast. Ole, hallo! Hallo allerseits! Dann haben wir noch die Dela. Hi! Nicht weniger Star, aber nicht Kästin. Und die Alex. Dann ist die Alex hier, ja, hallo. Grüß dich. Und der Gregor, hi! Und der Raphael, ich klebe am Sofa fest, helft mir. Und seit langem mal wieder der Michael dabei, hallo. Und Sapo, moin. Ja, und der Flo, wer sonst? Bevor wir richtig anfangen, Ole, wo kommst du her, woher kennt man dich? Hast du irgendwelche Formate, die du machst? Ich komme also aus Hamburg, lokal gesehen. Formate habe ich Format und zwar den Blathering mit dem Tobias Migge zusammen. Wobei da der Tobias viel redet und ich meistens eher zuhöre. Okay. Ja, man muss dazu wissen, dass inzwischen Podstock war und einige von uns sich mal real getroffen haben. Das war sehr lustig. Ja, unter anderem, weil Raphael mir so ganz so, hey, wie geht's dir, Kumpel, zunickte, als ich vorbeiging und ich keine Ahnung hatte, wer er ist. Und dann standen wir so in der Gegend rum und irgendwie sagte ich was und dann so, ja, hallo und dies und das. Ich sage, tut mir leid,
wer bist du? Und dann sagte er noch irgendwie so, wie, du weißt nicht, wer ich bin? Ich sage, jetzt weiß ich's. Jetzt habe ich deine Stimme noch lange genug gehört. Jetzt passt es. Ich dachte eigentlich so, meine Stimme wäre penetrant genug. Ja, aber du hast wirklich nur drei Worte gesagt und das reicht nicht. Du hast mir einfach nur nicht zugehört. Das stimmt. Ja, also ich muss sagen, Raphael, ich ordne ja irgendwie immer so Stimmen, die ich so aus dem Podcast kenne oder jetzt hier aus dem Teamspeak, immer so bestimmte Gesichter zu. Ich weiß nicht, warum ich das mache, das passiert bei mir so unterbewusst. Ne? Und bei dir lag mein Unterbewusstsein komplett daneben übrigens. Ja, ich sah noch beschissener aus. Ne? so voll ist nicht ausgedrückt, als ich so schon gedacht hatte. Ja, ansonsten nennen Flo und ich uns Frank und Margaret seit dem Podstock. Ah, okay. Ihr wart so hi, süß. Liebling. Hi, Frank. Hotlips. Dann habe ich am Ende nochmal Frank angefallen? Okay. Na, wir wechseln das, das ist egal. Ja, also es ging damit los, dass er mich immer, wenn wir uns irgendwo gesehen haben, Hi Frank, also mich immer Frank genannt hat und ihm Hi Frank sagte. Und irgendwann habe ich es halt geschafft, dass ich so diese Mikrosekunde schneller war, worauf er dann natürlich Margaret aus dem Schrank geholt hat. Und ja. War super. Solange ja. Ihr Mädchengesicht nennt, geht das ja noch. Ja, aber Frank und Margaret, das passt ja auch gut zur heutigen Folge. Genau. Worum geht's denn da? Ich habe es nämlich vergessen. Naja, ich habe mir als allererstes aufgeschrieben, Frank und Hawker an einem Patienten, das kann ja nicht gut gehen. Auf jeden Fall. Das gibt es dann auch nicht. Irgendwie Frank vergeigt es, Hawkeye schmiert es ihm aufs Brot und der gibt den Druck natürlich direkt an die anwesende Schwester weiter, also an Ginger. Und ich habe mir dann noch so aufgeschrieben, andererseits hätte Hawkeye ja auch irgendwie direkt was dazu sagen können, dass er die Schwester dazu zur Schnecke macht. Das wäre zwar technisch gesehen Insubordination, also Unfähigkeit, sich unterzuordnen, aber das war es sowieso schon. Außerdem aber ist ja auch Hawkeye der Chefchirurg, also. Ja, ja und ich sag mal, militärischer Rang hätte ihn sowieso nicht groß interessiert. Richtig, das macht er sonst ja auch nicht. Ja, aber im OP hat er halt auch sowieso in diesem Fall auch das Sagen. Und ja, und die Kleinen hat ja alles richtig gemacht. Ja. Eigentlich hätte er was sagen müssen. Nein, aber tatsächlich hat sie mir auch echt wieder leid getan. Also wir haben das ja öfters, dass Frank irgendwelche Schwestern blöd anmacht, aber die tat mir schon ganz schön leid. Genauso wie in vor einigen Folgen, wo er den jungen Assistenten so blöd angemacht hatte. Mhm. Ja, ist halt nur ein Charakterzug und es verhindert, dass einem trotz allem Frank immer zu sympathisch wird. Ja, das stimmt. Können und passt natürlich auch Mangel zur Geschichte, an Charakterzug, die mussten sich ja was einfallen lassen, ne? Erzähl du noch mal, ich habe drüber gequatscht, entschuldige. Ich sag, das passt natürlich auch zur Geschichte. Wenn einfach nur was gesagt hätte, dann wäre die Folge sehr kurz gewesen wahrscheinlich. Ja, ja. Das ist natürlich wahr. Ja, so kommt dann der mächtige Spatula an Franks Arm. Dem gipsen sie ihm nämlich ein, als er schläft und verpassen ihm einen hübschen Haken. Und ja, ich habe spontan beschlossen, sollte ich mal einen Gips haben, das lasse ich mir einbauen. Ja. Chirurgen den Arm eingipsen, ist immer eine gute Idee. Naja, bei Frank ist das vielleicht sicherer. Also ja, für alle. Das stimmt allerdings. Gipse retten in diesem Fall Leben, ja. Das ist eine Vorsorgemaßnahme. Aber ich muss euch an der Stelle tatsächlich mal fragen, mir geht es mittlerweile echt auf den Sack. Ich kann diese ständigen Schwanzvergleichsfolgen nicht mehr ertragen. Es nervt mich mittlerweile nur noch. Inwiefern? Naja, halt wie gesagt, Frank ist halt nur auf Idiot gezeichnet und auf Unsympath und Arschloch und Hawkeye ist halt auch immer nur Hawkeye und ich mag beide Charaktere an sich eigentlich gern, aber dieser ständige erzwungene Konflikt nervt mich mittlerweile nur noch. Ja, ja, wir sind schon, ja. In der Folge ist das sehr auf die Stereotype getrimmt und wir haben Frank ja auch schon anders erlebt, also genau. Er ist ja nicht vollkommen unfähig, sonst wäre er auch nicht in dieser Position. Also sonst hätte er nicht fünf Autos, oder? Fällt halt nur immer auf diesen unangenehmen Charakterzug zurück, wenn es nötig ist. Ich habe ja schon mal gesagt, es ist ja momentan immer noch dieses Studentenkomödien-Ding und die Charaktere sind momentan noch unglaublich zweidimensional in manchen Sachen, obwohl sie mal immer wieder Tiefe kriegen, es wird momentan noch fast nicht genutzt und ja, im Endeffekt ist es immer nur, hast du Bullies und ein Arschlochopfer. Ja, ja. Ja, immer wenn du mal ein bisschen Mitleid mit Frank haben willst, man findet ihn nicht sympathisch, man hat meistens nur Mitleid mit ihm, dann haut er auch wieder Scheiße raus. Ja, ich finde generell, die frühen Folgen waren ja, also Frank ist ja sehr, sehr einseitig, also einfach nur der Idiot, sage ich mal. Und auch Margaret war anfangs ja auch nicht wirklich, die entwickelt sich deutlich mehr zum Spiel. Oh ja. Folgen, ne?
Was ich gut finde. Also, Margaret hat ja aber auch 11 Staffeln dafür Zeit und Frank nur ein paar weniger. Ja, das stimmt, ja. Habt ihr denn schon. Wir sind aber hier auch immer noch in der Episode. Ja? Oh, Entschuldigung, ich habe jetzt. Habt ihr denn am Anfang der Folge was bemerkt? Anderer Vorspann. Ja, genau, die Musik war irgendwie viel, viel beschwingter, ne? Also genau, das war die dritte Folge in Folge, die eine jazzigere Version des Titels hatte und auch die letzte. Ja. Es ist aber wieder das neue Intro, was wir in den anderen Intro-Folgen auch hatten, ne? Genau, in den letzten zwei auch schon. Genau, aber es ist dasselbe, also es ist nicht einfach nur eine andere Variation, sondern dasselbe. Es ist dasselbe und ab nächster Folge kommt dann wieder das Ursprüngliche. Okay. Warum sie das so gemacht haben, ich habe keine Ahnung. Vielleicht wirkte sie zu fröhlich? Ja, aber ist komisch, so mitten in der Staffel ist das komisch eigentlich. Ja, und die Folge war auch nicht wichtig genug, fand ich, um irgendwie was hervorheben zu wollen. Ist es denn auch seit Anfang an so? Oder vielleicht ist da einfach mal bei irgendeiner Kopieraktion was verloren gegangen? Und hätten sie von was anderem davor geschnitten. Ja. Ich kann mir vorstellen, das ist, glaube ich, seit der Folge, wo wir diesen, wo von Hawkeye der Kumpel gestorben ist. Und ich kann mir vorstellen, weil der Sender ja damals viele böse Briefe gekriegt hat, dass sie versucht haben, quasi durch das Intro wieder eine Beschwingtheit reinzubringen und so weiter. Warum haben sie es dann geändert nach 3 Folgen? Ja, weil es halt nicht funktioniert hat wahrscheinlich. Weil es wie ein Fremdkörper wirkt. Ja. Es ist so, als ob du auf einer Beerdigung Ding Dong die Hexe ist tot spielst. Oh, warum nicht? Ich möchte bitte das auf die Liste. Kommt auf die Beerdigung an. Also ich möchte das auf meine Playlist für die Beerdigung bitte haben. Ja. Ding Dong, die Hexe ist tot. Ach, bitte die deutsche Version. Ja, mir ist es nicht mal aufgefallen, weil ich das Intro immer skippe. Mir ist es aufgefallen. Wie kann man das Intro skippen? Ja, da fehlt dann ja eine Szene. Da ist einfach so eine Taste und da drückt man drauf und dann ist das Intro weg. Wir sind doch inzwischen in der Phase, wo das vernünftig geschnitten ist. Das sind nur die ersten 5 oder 6 Folgen, wo das nicht genau ist. Genau, dann funktioniert es nämlich bei den späteren Folgen. Und mir ist es trotzdem aufgefallen, weil ich angemacht habe und noch irgendwas anderes in der Wohnung gemacht habe und das Intro schon mal ablaufen lassen und dann dachte ich, irgendwie hast du das Intro lange nicht mehr gehört, das klingt so anders. Da ich ungefähr so musikalisch bin wie ein Gummihammer, fällt mir das definitiv nicht auf, egal wie ich das gucke. Also mir ist es tatsächlich auch nicht aufgefallen. Ich habe ja die alte DVD-Variante noch, da kann ich nicht skippen. Da kommt sogar noch diese blöde Werbung von wegen Raubkopierer, klauen Autos und keine Ahnung. Ein schöner Nostalgiefaktor auf jeden Fall. Kommt in meiner neueren DVD-Box auch, aber ich habe die alten auch noch, die du stehen hast. Und da geht das auch mit dem Intro-Skippen. Aber gut. Oh, echt? Okay. Ja, ja. Im richtigen Player kann man auch diese von Netflix, dass das ein Button ist. Ja. Ich möchte nochmal erwähnen, wenn man es auf Englisch schauen möchte, liegt es auf Archive und wenn man es auf Deutsch schauen möchte, liegt es auf Dailymotion. Oder genau, und wer tatsächlich die Box zu Hause stehen haben will, die gibt es auch für echt relativ vernünftiges Geld. Ich mach knapp über 50 Euro, und 11 Staffeln, das lohnt sich. Absolut, das ist ein tolles Teil, die Box, ja. Was ich übrigens gruselig finde in der Originalversion, dass es eine mit Lachtwerk gibt. Ja. Ich wollte das immer mal ausprobieren, ob auf meiner DVD auch die Love-Track-Version drauf ist. Aber, ja. Das ist die, also, so wie sie im Fernsehen gelaufen. Ja, genau. Ja. Also, ich muss sagen, das hatte ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, ich mag das mit Love-Track so ein bisschen. Nee, das passt da nicht, weil das selbst bei den ernsten Folgen haben die teilweise an Stellen, weil so, jetzt müssen wir mir über Lacher einbringen, hat mir nicht so gefallen. Aber jedem, wie er es mag, ne? Ja, wie jeder hier es mag. Wir haben ja dann auch noch ein paar andere Streiche, die wir Frank dann spielen. Unter anderem, ich habe nicht so ganz verstanden, schmieren sie ihm Hamburger oder Erdnussbutter an die Ohren? Hamburger. Hackfleisch, Meatloaf. Hackfleisch, genau, ja. Weshalb er dann natürlich zärtlich von einem Hündchen wachgeschlappert wird. Ich fand da Henrys Kommentar so schön. Frank, lassen Sie mein Eheleben daraus. Genau. War ja auch so ein kleines Best-of, ne? So ein kleines Best-of letzten Streiche oder irgendwie sowas in der Art, ne? Ja, genau. Ja, auch die Sache mit Prinzessin auf der Erbse, aber wo das ich auch fand ich gut. Ja. Aber was ich halt auch echt schlimm fand und was wieder zu dem Niveau der, Streiche und dieses Konflikts in der ersten Staffel passt, dieser Einpiss-Trick mit dem warmen Wasser. Ja, das ist wobei Kindergarten. Das funktioniert nicht. Ich hab's nie ausprobiert, aber erzähl uns mehr. Ich habe nie warmes Wasser dafür gebraucht. Es war immer das Thema, das müssen wir aber irgendwie machen. Natürlich hat man sich nie getraut, weil sowas macht man halt einfach nicht, wenn man ein anständiger Mensch ist. Und ich hab irgendwann also mal gesagt, pass mal auf, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Probiert das heute Nacht bei mir. Und sie haben es bei mir probiert. Und zumindest bei mir hat es überhaupt nichts gebracht. Außer, dass ich halt irgendwann aufgewacht bin, weil irgendwer da mit meiner Hand rumgefriemelt hat. Ja. Und deshalb
war auf dem Potstock morgens nie warmes Wasser unter den Duschen. Ja, aber ich kann dir sagen. Das war Absicht. Ah, ja, sehr, aber sehr anständig. Ich kann dir sagen, ab einem gewissen Alter erledigt sich das Problem. Ja, ich weiß genau, wovon du redest. Da läuft es auch. Ich bin so. Ja, nein, mittlerweile auch Mitglied im Team Granofink, ne? Pünktlich um drei. Ja, so ungefähr. Also, ja, dazu ja nichts lieber als einschlafen. Schön. Entschuldigung. Tweet? Ja, dazu fand ich mal einen Tweet sehr schön, wo jemand schrieb, im Alter werde ich auch immer mehr wie Batman. Der musste auch immer nachts raus. Ja, das ist eine schöne Analogie sehr eigentlich. Schön. Ne? Mhm. Ja, ja, also ich freue mich aber schon auf das Alter, weil ich tue nichts lieber als einschlafen und ich kann auch gut schlafen insofern. Hm. Ja, aber du schläfst im Alter eindeutig weniger und waschst dir nicht auf. Also so schön ist es nicht. Aber dann kann sie wieder einschlafen danach. Ich mag einschlafen. Also das Schlafen selbst, das ist ja, da kriegt man ja nicht so richtig viel von mit, aber das Einschlafen mag ich. Ja, dann ist das genau das Richtige für dich. Ja, ich glaube, ich freue mich aufs Alter. Da kann sie fünfmal pro Nacht einschlafen. Aber tatsächlich, den Gag mit den Betten, also mit Prinzessin auf der Achse, den fand ich auch ziemlich cool. Ich meine, mir persönlich hätte da jetzt nichts ausgemacht. Ich hätte mich dann einfach auf den Resten des unteren Bettes wieder eingerollt, aber die Idee fand ich gut. Ich stell mir vor, der wäre da runtergeknallt. Ich wollte gerade sagen, ja, darum ging es ja genau wahrscheinlich, so lang, dass er dann morgens aufwachte, die Füße rausschwangen und ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist genau so lange lustig, bis sich dann am Morgen beide Beine bricht. So. Kann ich ja, mir gut, operieren, aber du kannst Arme den gebrochen. Doch nicht auf das, also während er schläft, auf das Bett nageln. Also, ach, irgendwie kennen die das. Das sind ich ja hätte Chirurgen. Das jetzt so verstanden, als haben sie ihm einfach das Bett unbrauchbar gemacht und er musste dann halt hochklettern. Nein, sie hatten, das glaube ich nicht. Die haben während er schlief. Keine Ahnung, ob angehoben und runtergeschoben oder so. Sie hatten dann 7-8 Stück aufeinander gemacht. Aber ich fand trotzdem die Aussage, ich schlief auf 4 Metern, während im Bild irgendwie so knapp über Kopfhöhe sein Ruhe ist. Also die sind schon ganz schön groß, die Jungs. Ja, wie sind die beim Übersetzen mit Fuß und Metern durcheinander gekommen? Die haben auch im Deutschen nicht 4 Meter gesagt. Die haben gesagt 4 Betten. Was? Nein. Nee, er sagte so und so viel kurz on each other. I slept at 12 foot high. Ja, genau. Aber jetzt im Englischen, ich rede jetzt im Deutschen, sagen sie, meine ich 4 Betten, so habe ich es mir. Was sind denn 12 Foot? 4 Meter. 4 Meter. Danke. 3 Meter sind ziemlich genau, 3 Fuß sind ziemlich genau 1 Meter, also 90 Zentimeter. Dann hat sich mein Verhörer, hat es gleich korrigiert, sehr schön. Ja, wir kriegen ja auch einen Streich, den wir auch schon aus dem Kinofilm kennen, mit dem versteckten Mikro im Zelt. Ja. Und, ja, der bringt das fast dazu überlaufen. Ja, naja, für Frank ist es ja eigentlich an dem Punkt schon übergelaufen, sonst würde er sich ja gar nicht von Hotlips verabschieden. Stimmt, da aber ist der für sie ist ja dann auch der Punkt erreicht, wo sie selber auch kündigen will. Genau, und das ist eben auch der Grund, warum sie es wieder verhindern wollen hinterher. Also Frank tut ihnen nicht so doll wie, sag ich mal, glaube ich, wie Margaret. Ja, aber es ist ja auch so, dass dieses Mal Henry mal endlich durchgreift und auch die beiden mal richtig zusammenscheißt und die das auch mal spüren lässt, weil die dann auch Frank Schichten übernehmen müssen. Doppelschichten. Genau. Wenn es gibt keinen Ersatz mehr. Ja, ihr habt Scheiße gebaut, jetzt müsst ihr es ausbaden. Ja. Wie Ray doch schon sagte, ich will Ersatz für euch kriegen, was ungefähr 10 Uhr nächsten Sommer sein dürfte. Genau. Was mich halt an der ganzen Sache auch wundert oder was ich mich frage, wäre es wirklich nur Frank, der gehen will? Da würde, glaube ich, Henry gar nicht so sehr zur Sau werden. Aber dadurch ihm halt gleichzeitig 2 Leute wegbrechen, eben mit Hotlips dazu. Ich glaube, das ist der Punkt, weshalb er dann tatsächlich mal durchgreift. Na, ich glaube, dass er Frank schon braucht, sonst wäre er den vorher schon losgeworden, hätte ihn auch nicht versucht zu halten. Es ist einfach, ihm fehlt sonst ein Chirurg. Ja. Es geht da nicht darum, dass es dann Oberschwester ist, auch schon fies, aber auch ein Chirurg. Der hat dann einfach einen Tisch weniger, der besetzt sein kann. Ja, klar. Sind nur zu viert, also. Ja. Wobei ich an der Stelle eigentlich auch überrascht war. Also das war dann jetzt eine ziemliche Umkehr. Sonst war es ja immer Frank, der dann so eher gewinselt hat. Und ich meine, das wäre jetzt auch das erste Mal gewesen, dass andersrum von Margaret kam. Oh nein, ich komme mit dir, nicht ohne mich. Naja, aber sie ist ja tatsächlich in ihn. Ja, also da ist ja schon bei ihr ein bisschen mehr dahinter als nur der Glanz der Uniform. Ja, aber ihr Verhalten passte nicht. Sie war richtig gehend unterwürfig zu ihm. Und ich brauche dich. Und, ich stimme euch zu, dass es innerhalb der Staffel konsistent
Es passt nicht zu ihrer weiteren Entwicklung, aber es passt auch zur vorherigen nicht. Nee, die hat vorher hat sie, das sehen wir ja noch in späteren Folgen der ersten Staffel, wie sie auch die ganze Zeit mit dem General rummacht. Die hat ständig mit anderen Leuten rumgemacht und das wirkte immer so, als ob er für sie, ja, er ist halt das Beste, was im Camp rumläuft. Genau. Das sehe ich anders. Das sehe ich tatsächlich so, diese ganzen, in Anführungsstrichen, Affären und so weiter. Sie ist halt sehr gut darin, ihre einzige Machtgrundlage zu nutzen, die sie hat. Und diese ganzen Sachen mit dem Journal und so weiter und so fort, das ist halt was, das ist halt irgendwann mal nützlich. Ach. Aber eine emotionale Geschichte glaube ich ihr bei Frank schon. Ja, ich weiß nicht. Ja, glaube ich, bin ich auch nicht. Also ganz ehrlich, rangmäßig ist sie so hoch, wie man, also sie ist ja, glaube ich, die Oberschwester. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Von den Schwestern. Ja, ja. Also sie kommt rangmäßig nicht höher, das hat sie also schon. Und also ich hatte immer vorher den Eindruck, Frank ist halt der, der so needy ist, so abhängig ist und sie jetzt halt nicht so. Genau. Genau. Und sie hat halt auch mit anderen Männern rumgemacht, die nicht einen höheren Rang hatten, aber ungemein kernig waren. Da ist sie immer feucht geworden wie ein Kieslaster. Das stimmt, ja. Kernig. Aber ich denke schon, Dela, dass du recht hast, zumindest zum Teil. Also es sind schon Gefühle da. Weil sonst wäre sie auch auf die Frau von ihm nicht so eifersüchtig. Genau, und ja, ganz ehrlich, warum sollte sie ausgerechnet ihn sonst aussuchen? Eben. Ja. Weil er der einzige militärische Typ dort ist? Ja. Komm, Klinger ist besser als Frank. Aber er weniger militärisch. Er ist der Einzige, der ihre Ideale hochhält. Ja, der so ein bisschen ist wie sie, ja. 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 Ja, wo die Liebe hinfällt und wenn sie das Latrinenzelt ist, also bitte. Er ist der nützliche Idiot mit einem Penis. Aber tatsächlich fällt hier einer der schönsten Sätze in der Folge. Es wird doch hoffentlich noch andere Kriege geben. Ja, ja. Ja, die Abhilfe dafür, Frank zu halten, ist dann aber ganz eindeutig, Radar ist ja am Goldsuchen. Er kommt dann also irgendwann mit seinem Pferd mit Goldsucherbesteck vorbei. Ach, und da kommt das Pferd her. Ich habe mich irgendwann gefragt, warum rennt da jetzt eigentlich ein Pferd rum? Nein, das hat Radar vermutlich mit dem Schürfequipment zusammengeworben. Ja, so macht Sinn. Und naja, sie finden dann heraus, oder sie überlegen sich dann, if there was money in dying, he would jump on the truck in a minute. Also Frank ist so gierig, wenn man mit dem Sterben Geld verdienen könnte, würde er sich sofort unter den Truck werfen. Naja gut, und dann muss man ihm halt vermitteln, dass es da Gold gibt in der Nähe des Camps, ne? Ja. Ja, ja, das hat auch geklappt. Glücklicherweise hat ja Henry auch eine Zahnfüllung verloren aus Gold. Genau. Die man dann als Köder einsetzen konnte. Ja. Kurze Frage an dieser Stelle. Der Zahnarzt Kaplan, hieß der im Film schon Kaplan oder hieß der anders? Im Film? Weiß ich gar nicht. Mehr. Fragen. Hatte er zumindest keine große Rolle, soweit ich mich erinnere. Im Film war er nur der schmerzlose Bohrer. So sah er jetzt nicht aus. The Painless Pole, ja. Nein, weil mir ist nur aufgefallen, es ist definitiv halt ein anderer Schauspieler, aber ich wusste nicht, ob sie den Namen beibehalten haben. Nee, warte mal, der hieß anders. Ach Gott, wie hieß der jetzt? Der hieß im Film anders, aber ich komme auch nicht. Ja, der hieß im Film anders. Okay. War ja Elliot Gold im Film, ne? Ja, der hieß völlig anders. Ich kann den Namen nicht so richtig fehlerfrei aussprechen. Captain Walter Kosciusko? So ähnlich. Ja, also, kann sein. Ja, anders. Ja. Aber um nochmal zu Gold zu kommen, den kleiner Heinfeck. Im Film war es ja auch so, da haben sie sich immer gefragt, ob Hot Lips eine echte Blondine ist. Jetzt wissen wir es. Ihr goldenes Haar ist gefärbt. Das wussten wir aber schon vorher. Er fragt sie ja, hast du schon wieder drauf gemacht, Zeugs irgendwie. Sie hatte ihm doch in einer der vorigen Folgen irgendeine dämliche Ausrede dafür präsentiert. Okay, ja, also, habe ich vielleicht nicht geguckt. Die Haare mit H2O2 bleicht, also mit hier was Peroxid, was auch ein beliebtes Desinfektionsmittel zu der Zeit sie war. Sie hat sich gestoßen, genau. Sagt sie also, sie hätte sich einen irgendwie cut her head, also sich im Deutschen hat sie sich an der Tür in Türrahmen gestoßen, ja. Genau, aber schon wieder, also die Situation ist schon ein paar Mal aufgetaucht. Ja, also das habe ich öfter gesehen, dass sie ihre Haare irgendwie nachblondiert, ja. Mhm. Ja. Das kann einem ja gar nicht passieren, dass man sich so auf dem gleichen Türdurchgang den Kopf stößt. Sag oder? Das nicht. Sag das nicht. Das kann wirklich passieren. Dazu muss man wissen, dass es da eine Tür gibt auf dem Potstock, die nicht allzu hoch ist. Ja. Und die einer der Anwesenden, der relativ hoch ist, ungefähr fünfmal mitgenommen hat. Ja, die Tür draußen fünfmal und der innere Durchgang, den habe ich dann tatsächlich einmal mitgenommen. Das war dann mein letzter Unfall damit und der hat, glaube ich, auch eine blutige Spur hinterlassen. Mhm, ja. Das war nicht witzig.
Also für das mich schon. Und es war nicht mal Chirurgen anwesend, sondern nur Frank. Ja. Ach, und der Physiotherapeut. Ja, aber der war ja nie greifbar, wenn man ihn gebraucht hat. Ja, jetzt er hat immer mal Tee getrunken, wenn er gebraucht wurde. Ach, ich kann betrunken noch besser behandeln als die meisten noch nüchtern, also. Du bist wie Hawkeye. Ja. Aber ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich da nicht nach so einem Zusammenstoß mit dem Türsturz irgendwie mal bei El Pfanno vorbeigehe, mal da reingreife, mir irgendwas Schönes, Warmes, was gerade drin ist, da drauf schmiere. Hatte ich mir tatsächlich mehrfach überlegt. Wie gesagt, aber da hat sich Sven davor aufgebaut und gesagt, okay, nee, lass mal. Wie gesagt, nächstes Jahr gibt es das Physio-Physio-Panel dann mit Masseuren auf der Bühne. Cool. Juhu. Poolnudeln am Durchgang. Wir wollen, wie Alex? Der Blockruf für den Physio hätte sein sollen. Aber gut, egal. Können wir dann mal anders klären. Was ich noch ganz lustig fand mit der Goldsucher-Nummer. Einerseits die Tatsache, dass Vader ja auch wieder voll auf diese Katzengoldnummer reinfällt. Also er glaubt ja erstmal wirklich dran. Aber im nächsten Moment haben wir wieder eine Szene, wo er gar nicht so naiv ist, wie er sonst ist. Denn als Frank eben seine Verabschiedungsszene hat, dann lauschen sie ja alle. Und selbst Vader zuckt zusammen, als Frank sagt, ich schreibe dir genau wie meine Frau. Also selbst Vader hat verstanden, dass das eine dumme Idee ist. Das ist ja echt niedlich. Aber wir haben sowieso auch eine schöne Raider-Szene in dieser Folge. Er hat ja seinen Teddy wieder. Ja. Oh, ja. Auch eine, es ist nicht auch Frank, der fragt, schlafen Sie immer mit Ihrem Teddy? Genau, nicht wenn ich im Dienst bin. Genau. Ja. Sehr schön, den habe ich auch rausgeschrieben, ja. Ja, ich auch. Ich fand eigentlich, dass Hawkeye extrem unsympathisch war, diese Folge gegenüber Raider. Also er hat irgendwie zwischendurch gesagt, Raider hätte den Intellekt einer Zimmerpflanze. Das ist mir vorher nie so aufgefallen, dass er jemals so schlecht über Raider redet. Das war jetzt das eher ein Faktum. Weil ja. Es ging halt darum, ob jetzt Frank das glaubt. So, Raider glaubt ja hier ist Gold. Würde Frank das auch glauben? Sondern eher gesagt wird, naja, Raider ist jetzt nicht der Allerhellste. Und wo dann kommt, naja, Frank ist auch nicht viel schlauer. Also ja, das ist mir das schon klar, warum er es gesagt hat. Aber ich fand nur die Formulierung schon sehr hart einfach. Ja, aber generell. Aber das haben wir öfters. Also gerade wenn er beim Poker mal gewinnt, jo, du hast dich schon einen 13-jährigen Wiesel besiegen lassen und solche Scherze. Also er ist schon gelegentlich sehr unfreundlich. Ja, das stimmt. Das hat sich erst später gelegt in der Serie. Generell die ganze Folge wirkt Hawkeye unglaublich unsympathisch, wie er nachdem Frank auch noch geht mit diesem Hörspiel Liebe unter Plan noch nachtritt. Ja. Also das war, also der wirkte da so richtig wie so ein Arschloch und hat immer noch nachgetreten, war unglaublich, hat sich selbst gefeiert, wie er ihn doch rausgeekelt hat. Und daher muss ich auch sagen, ich hab's ein bisschen genossen, als er die Retourkutsche gekriegt hat. Wenn er ab und zu mal eine drüber kriegt, das steht ihm eh ganz gut. Ja. Insgesamt muss ich sagen, ging mir die Folge ein bisschen auf die Nerven, aber die Nicht-Endszene, da mussten sie noch alle dahinter hängen, aber ich sag mal, das Ende, wo dann irgendwie der komplette, ich meine, Margaret sieht sowieso sofort dadurch, ah ja, okay, also die beiden haben also das Gold gehabt, ist klar. Und als dann der ganze Flusslauf da golden ist und Frank ist immer noch nicht rafft und dann ist die PA golden und der Baum, wo sie drin hängt und der Jeep, mit dem sie da durch das Riverbed fahren. Ich habe so gefeiert, ja. Ich liebe diese Szenen. Das Wayne ist ja auch toll. Mit seinem Pferd, was er halb gold angemalt hat. Also jetzt mal ehrlich, der goldene Jeep sieht schon geil aus. Ja. Und ja, vor allem stelle ich mir die Frage, wo haben sie Goldlackspray her? Ich habe mich auch gefragt, die haben doch dieses Katzengold, dieses lackierten Steine, haben sie bestimmt einen Meter tief vergraben und das hat man vorher nicht gesehen. Naja, insgesamt bin ich mir ziemlich sicher, dass das so mit dem Gold nicht funktioniert, dass man da einfach so ein Loch buddelt und dann liegt das da so. Ja, okay, glaube ich auch. So, dann würde ich meinen Spaten wieder verkaufen. Also was ja jetzt wohl der Anlass war am Anfang, es war ja noch bevor Frank sagt, er geht, dass Raider sagte, er hätte Gold gefunden und zu sagen ihm ja, hör mal, das ist Pyrit. Und das findet sich auch eh immer in so größeren Ansammlungen. Das heißt, es kann sein, dass das erste Mal, als Frank gebuddelt war, da noch nichts extra lag, sondern natürliches Vorkommen. Also das wäre jetzt eine mögliche geologische Erklärung. Tatsächlich, ja. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich fand generell den Plan ein bisschen verwegen, anstatt sich einfach mal zu entschuldigen. Ja. Wir haben ihn verarscht, deswegen will er gehen. Und um ihn hier zu halten, verarschen wir ihn noch mal.
Ja. Wäre dann aber eine noch schlechtere Folge geworden und die war schon nicht gut. Ja, das ja, weiß ich nicht mal, das ob das noch schlechter geworden wäre. Ich glaube auch, bei Margaret hätte das nicht funktioniert. Die ist viel zu stolz, um dann auf die Entschuldigung einzugehen. Wenn die sagt, sie geht sie dann auch. Also normalerweise. Ja, aber Margaret merkt ja auch, dass sie vermisst werden wird, denn sie bekommt ja ein teures Geschenk von ihren Schwestern. $2? Zwei-Dollar-Puppe, ja. Genau, eine Zwei-Dollar-Puppe. Ich habe nachgeschaut. Inflationsbereinigt, genau. Wäre das heute $21.25, immerhin. Was wir alles lernen hier, hätte ich nicht erwartet heute. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich in kurz vor der Front ist das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wert. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und naja, gut, es ist eine japanische Puppe. Ja. Vielleicht haben die Schwestern aus Japan auch das Goldspray mitgebracht. Das. Mhm. Okay, mit der Erklärung kann ich leben. Naja, ansonsten werden die ja aber alle immerhin ganz okay bezahlt und haben wenig Chance, das Geld auszugeben. Also von daher. Ja, also damals als Enlisted Personnel, also wer da eingezogen war, wurde so toll jetzt auch nicht bezahlt. Da hat die Army auch so ungefähr gesagt, du wurdest zwar eingezogen, aber dafür hast du jetzt die ganze Zeit Kosten und Verpflegung und das bezahlen wir dir schon mal nicht. Und das dann kam muss also aber bei Ärzten anders sein, weil es wird immer mal wieder in der Serie auch ein Witz darüber gerissen, dass sie so gut bezahlt sind. Ja, die Ärzte haben ja auch alle Offiziersrang, aber die Schwestern nicht. Ja, okay. Die Schwestern haben alle mindestens Lieutenant-Rang. Ja, das hatten wir doch auch mal, damit sie Soldaten Befehle geben können, ne? Ja. Also den Patienten im Prinzip. Ja, weil sie im Endeffekt so ähnlich wie studiert sind, damit bist du dann schon Offizier. Auch Sinn, ne? Ja, genau, und die Beträge hatten wir ja tatsächlich zumindest für die Höherrangigen auch schon bei der Folge hier mit dem erfundenen Soldaten. Weil da geht es ja um seinen Lohncheck, den er ja nie eingelöst hat, in Anführungsstrichen. Da wurden, glaube ich, tatsächlich sogar mal Beträge genannt. Ja, aber für eine ganze Dienstzeit, von der wir nicht wissen, wie lang sie angeblich war. Ja, und du weißt halt auch nicht, was die da ausgeben, ne? Das ist ja das, ne? Ja, man wird da nicht viel ausgeben können. Ja. Also. Ja, wenn auf dem Schwarzmarkt, ne? Ja, und dann war es wahrscheinlich sehr teuer. Oder eben nicht. Ja. Oder wenn du mal Urlaub in Tokio hast. Hm. Dann aber richtig. Ja, dann aber richtig. Army Recreation Center. Auch bekannt als das Geisha-Haus. Mhm. Ja, okay. Es schließt noch diese fürchterliche Abschlussszene, wo Pierce dann Burns irgendwie da so im großen Schwung knutscht. Die hätten sie einfach mal weglassen können. Wollte ich gerade sagen. Die habe ich auch nicht wirklich verstanden. Der war doch jetzt vorher schon einige Folgen nicht mehr übergriffig geworden. Das wurde auch mal wieder Zeit. Ja, er hat vorher noch Entschuldigung gesagt und dann sollen sie sich ihren eigenen Major suchen. Die hatten noch 50 Sekunden Sendezeit und da haben sie sowas wieder gemacht. War eine großartige Szene mit dem Gold davor, die musste man jetzt nochmal eben versuchen. Ja, tatsächlich, ja. Aber da habe ich auch den Bildschirm angestarrt und sagte die Worte, ich habe gerade irgendwas verpasst. Ja. Nein, das ist komisch, also, es kam mir auch irgendwie inkohärent vor, aber irgendwie fand ich es passend. Ich weiß auch nicht warum, aber liegt wahrscheinlich an mir. Na, die Szene selber fand ich doof, aber zumindest den Spruch an Hotlips, von wegen, sie soll sich ihren eigenen Major suchen, den fand ich dann schon wieder gut, aber die Szene selber ist Schwachsinn. Ich fand das in der Hinsicht konsistent, weil Hawkeye hat sich entschuldigt und er kann es so nicht stehen lassen. Er kann nicht quasi einfach mal zugeben, ich habe missgebaut. Nein, er muss dann sowas immer noch hinterher schieben. Ja, es gab Rolle ja einfach, ne? So ist er halt. Die schöne Unterhaltung mit Trapper, weil er sagt, I think we went too far. Well, you should have thought about that before. And he said, I couldn't. I was too busy going too far. Also das ist halt auch so ein Charakterzug ist von ihm, einfach nicht good enough sein lassen zu können. Mm. Ja. Ja. Er will sich keine Konsequenzen stellen, hat man manchmal das Gefühl. Ja, das nicht, er weiß auch nicht, wo Schluss ist. Habt ihr das nicht alle schon mal gehabt, dass ihr es irgendwie übertrieben habt? Und nein. Alle kleine Engel. Aber Hawkeye ist es halt ein... dumm von mir. Hawkeye ist es ja ein fester Charakterzug. Also der Charakter hat anfangs ja seine Berechtigung eigentlich nur dadurch. Ja, das stimmt schon. Also das beschreibt sein Wesen einfach auch. Ne? Das ist schon richtig, ja. Und dann würde ich noch ganz kurz darüber reden wollen, warum jetzt der englische Originaltitel so ist, wie er ist. Denn das ist ja eine Referenz auf Humphrey Bogart, der Schatz der Sierra Madre. Genau, habt ihr den zufällig mal gesehen? Ja. Nö. Ja. Nee. Nein. Ein schöner Film. Nein, aber ich hab's gegoogelt. Wunderbar, ein Klassiker von dem Herrn. Aber immer noch der schlechteste Bogart-Film. Aber er ist gut. Okay, ja, gut. Also auf jeden Fall wird der Charakter Fred C. Dobbs dann halt auch da von seiner Gier irgendwie ins Elend getrieben und
So genau. Erklärt sich der Originaltitel. Genau. Nur, dass in der Folge natürlich kein Major Fred C. Dobbs vorkommt. Ja, total verwirrend, ne? Alan ja. Elder hat mal in einem Interview gesagt, dass das hier wahrscheinlich eine seiner ja, meistgehassten Episoden ist, also ein Low Point in der Serie. Eine Episode, von der er einfach wünscht, dass sie sie gar nicht gemacht hätten, weil die Idee einfach nicht funktioniert hat. Und ja. Ja, ja, einfach ich fand, ja. Ich fand den Gedanken auch schön, das Ganze mal umzudrehen und sie jetzt dafür arbeiten, also erstens, dass sie Konsequenzen mal merken und zweitens, dass sie dafür arbeiten müssen, dass Frank da bleibt, dass ja, die aber halt wirklich nicht für 5 Pfennig funktioniert hat. Nein, wenn es wirklich Konsequenzen gewesen hätte, das für mich auch funktioniert, aber diese Goldgeschichte ist, nee. Das ist ganz schön an den Haaren herbeigezogen. Ja, ich wollte gerade sagen. Das war für mich auch mehr Klamauk als irgendwie eine Folge mit Ausdruck. Ja. Sagen wir es mal so, es hätte eine gute Charakterepisode werden können mit lustigen Elementen und wurde einfach nur als Aufhänger für einen doofen Klamauk genutzt. Genau, ja. Unterhaltsam war sie aber halt auch nicht mehr, ne? Nein. Ja. Maß halt. Da gebe ich dir recht. Wie würdet ihr es denn in Zahlen ausdrücken? Oder wir haben ein Bewertungssystem, das du dir frei aussuchen kannst. Also, ich gebe zum Beispiel für diese Folge 4 von 10 zusammenzunkten Raiders. Ja, okay. Also ich würde 3 von 5 vergeudeten Sätteln geben. Ich wäre bei 3 von 10 Gipsarmen mit Haken. Ich finde 4 goldene Autochens. Weil ich es insgesamt stimmig fand, Einzelteile irgendwie kacke, aber ich mich insgesamt doch unterhalten gefühlt habe, gebe ich 6 von 10 langstiebigen Stielen. Okay. Ja, ich gebe 3 von 6 übereinander gestellte Betten. Ich gebe 4 von 10 Nuggets. Also ich gebe 4 von 10 vergessenen Fragmenten in diversen Körpern von Soldaten, ziehe aber 1 ab wegen der beschissenen Schlussszene. Also 3 von 10. Ja, und ich gebe 0 Punkte. Inflationsbereinigt sind das 3 von 10. Inflationsbereinigt, sehr gut. Ich muss noch mal sagen, für mich hat einen der Sprüche der Folge dieses Mal tatsächlich Frank gehabt. Mich mit dem, wenn ich noch 30 Zentimeter tiefer gehe, ist das unerlaubtes Entfernen von der Truppe. Ja, der ist super, stimmt. Ja. Ich fand besonders der schön, den werde ich bei Gelegenheit auch nochmal anbringen, gucken, ob ich das kann, wo er dann im Zelt die beiden anschrie und sagte, you irresponsible drunks. Und wo dann Hawkeye sagte, oh, that's a rumor started by people I've fallen over. mein Satz ist kein Satz, weil er schwebt über der Szene, wie Hot Dips ihre Facepalm-Aktion hat, wie sie da hinter Frank sitzt. Ja, das ist auch schön, das stimmt. Ich muss sagen, das hat auch sehr schön zusammengefasst, den muss ich noch kurz anbringen, als sie da eifersüchtig wird bezüglich einer eventuellen anderen Frau. Wieso eine andere Frau? Ich bin glücklich verheiratet. Ja, das war auch sehr schön. Auch super. Klassisch. Ja, und es gibt ja auch wieder eine Ansage über die Filme, die laufen. Der Film Creed, den es tatsächlich gibt, und There Goes My Transfer Burns. Und The Major Was a Minor. Ja. Sehr schön. Hat noch jemand was? Dann bedanke ich mich, dass ihr alle da wart und ausgehalten habt, trotz der Bruthitze, die wir gerade in Korea haben. Und ja, wahrscheinlich kommt die Folge dann irgendwann im Winter raus und alle fragen sich, worüber wir eigentlich reden. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Mesh unterm Messer. Bis dann. Mesh unter Messer. Tschüss. 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 Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer.
Wir haben uns heute wieder in großer Runde zusammengefunden, um mit euch über die 23. Folge und damit vorletzte Folge der ersten Staffel zu sprechen. Die heißt Unter der Hand. Und worum geht's? Angeblich erfahren wir über ein Telefonat mit Clayton, dass ein angeblicher Waffenstillstand ausgehandelt worden sei. Und das soll natürlich erstmal alles noch streng geheim bleiben, weil es noch nicht ganz offiziell ist, aber aus voll der verlässlichen Quelle kommt. Und ja, natürlich bleibt diese Information nicht lang im Raum, sondern sie wird natürlich sofort verbreitet. Und ja, alle brechen halt in Freude und Euphorie aus. Es gibt eine riesengroße Friedensparty, wo selbst Hot Lips mitfeiert. Und ja, alle sind euphorisch, alle machen ihr Zeug. Raider rennt mit einem Poesiealbum durch die Gegend. Die Koreaner bauen schon das Camp ab. Frank verabschiedet sich von Hot Lips, übrigens jetzt das zweite Mal. Und ja, selbst Klinger verkauft seine Kleider. Hawkeye zerreißt seine Pokerschuldscheine. Und auch Clayton selber lässt sich da voll anstecken von der Euphorie. Der Einzige, der nicht dran glaubt, ist Trapper. Und er trottet da so die ganze Zeit ein bisschen, ja, niedergeschlagen nebenher. Und ob er recht hat, das werden wir jetzt gemeinsam erschließen. Und damit begrüße ich den Flo. Hallo, Flo. Hallo. Und wer seid ihr? Ich bin die Alex. Der Gregor, hi. Und der Ole. Der Raphael. Der Michael. Der Zappo. Und der Sven. Ja, wie steht ihr denn so zu der Folge? Also ich muss sagen, im Vergleich zur letzten fand ich sie auf jeden Fall besser. Ja. Und ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich ein Gefühl für Trapper kriege. Richtig, ja. Ja. Und ja. Sie wäre das definitiv bessere Staffelfinale gewesen. Absolut, ja. Ganz genau. Ja. Diese ganze Folge riecht eigentlich nach Staffelfinale. Ich habe eine Kritik, und zwar, dass es nur einen einzigen gibt, der nicht dran glaubt. Die Folge riecht nicht nur nach Staffelfinale. Die hatte zwei Enden im Drehbuch. Denn wenn Mesh nicht verlängert worden wäre für eine zweite Staffel, hätten sie das als Serienfinale verwendet. Dann wäre der Krieg tatsächlich ausgewesen. Okay. Oh, das erklärt's, ja. Ja, das merken wir Folge auch so ein bisschen an. Ich muss sagen, das ist eigentlich meine Lieblingsfolge aus der Staffel so insgesamt. Also ich fand die mit am besten, obwohl sie natürlich sehr meta ist und ja, man doch viel wissen muss über die Charaktere, um die Folge zu verstehen. Also es gibt ein bisschen Entwicklung. Also ich hatte doch schon recht, also dass es schon komisch ist, dass nur einer nicht dran glaubt. Das fand ich auch ein bisschen seltsam, obwohl es ja das erste Mal ist. Vielleicht macht das aus. Ne? Das ist wieder in späteren Folgen anders. Das kommt ja öfter mal vor, dass es Gerüchte gibt über Waffen. Halt, ich habe noch eine zweite Kritik, dass sie tagelang mit diesen Tröten durchfeuern. Ja. Das ging gar nicht. Das hatten wir ja noch. Uwe Seeler. Ich wollte gerade sagen, weißt du nicht mehr, was eine Uwe Seeler, Uwe Seeler ist? Ja, aber wie sie sofort anfangen, das ganze Camp zu verschenken, ne? Aber ich glaube... aber auch, woher sie diese Tröten so schnell haben. Weil ja. Wir fangen ja da an und Trapper und Hawkeye sind in Henrys Büro und bekommen dieses Gespräch mit und sie versprechen doch, sie verraten es keinem schon. Lassen die anderen zur Tür rein, tröten und sagen, der Krieg ist aus. Ja, das ist tatsächlich, weil Raider rausrennt. Raider ist derjenige, der rausrennt und mehr oder weniger das Camp informiert. Aber das heißt, Raider hatte auch die Kiste mit den Hütchen und Tröten. Natürlich, Raider hat den direkten Zugang zum Schwarzmarkt. Entschuldigung, müsste das so gewesen sein? Weil ich meine, die können es auch woanders her erfahren haben. Es gibt ja nicht nur eine Gerüchtelinie ins Camp. Nein, aber man sieht halt durch, wie er rausrennt. Ja. Ich glaub, so telefonisch sozusagen ist, glaube ich, Raider der Einzige. Ja, das stimmt schon. Entschuldigt mich, ich bin gerade von Schwarzmarkttröten abgestiegen. Hallöchen. Aber wir wissen ja noch, was bei den Vuvuzelas drinstehen stand. Made in Korea. So. Ja. Davon abgesehen, hatte Frank nicht sogar eine richtig ausgewachsene Trompete oder sowas irgendwie in der Hand, der da übrigens als erster mit Margaret zusammen ins Büro stürmt. Oh, das ist mir gleich aufgefallen. Ja, mir nicht aufgefallen. Ich meine, Frank und Margaret sind wirklich die Ersten und Frank hat wirklich so eine richtige, wie heißen die denn, so eine Trompete, mit der die hier diesen Weckruf und sowas spielen, so eine Militärtrompete. Ah ja, doch, ich glaube, das war was. Die kleine da. Signalhorn-Dinger? Ja, irgendwie so ein Mittelding aus Trompete und Horn. Irgendwie sowas. Ich fand es aber schon komisch, dass die beiden am Feiern waren, also sofort. Ja. Margaret und Frank, weil die eigentlich so pur militärisch und irgendwo hatten wir ja auch, es gibt noch andere Kriege und so. Das hatten hatten wir in der letzten Folge erst. Ja, und das Ende ihrer Beziehung ja im Prinzip. Ne? Ja, gut, genau. Aber ich meine, ich sag mal so, wie du schon gesagt hast, es gibt ja auch andere Kriege.
Also, aber ja, mir ging es auch so. Also gerade, dass Hot Lips da so mitgefeiert hat, das war mir auch ein bisschen komisch. Ja, sie kommt ja erst später drauf, was das ja jetzt so wirklich bedeutet. Und wie. Da ist die Folge wäre auch wieder ein Anlass für eine Content Notice. Eine ganz fette. Weil? Welchen Content würdest du... Suizidales Verhalten und Themen. Och, ja. Also, ja, okay, ja. Sie will sich ja wirklich betrunken umbringen, weil er nicht mehr mit ihr zusammen sein will dann zu Hause. Das war schon echt... Ja. Ja, vor allen Dingen dann diese langgezogene Ankündigung. Ich werde keinen Ärger machen, ich werde keine Briefe schreiben. Ja, ich werde dann, weil tote Menschen wollen halt nicht. Ich werde dich nicht mal in der Main Abschiedsbrief erwähnen. Ja. So unterwürfig wieder, genau wie in der letzten. Absolut nicht. Passt absolut nicht zu dem, was wir bis dahin vom Charakter gesehen haben, bis auf etwas aus der letzten Folge. Aber, aber dass sie betrunken ist und deswegen vielleicht ehrlicher als sonst. Ja, sowas wahrscheinlich. Das ist halt zumindest sehr emotional dann. Wir haben auch wieder ein kleines Wiedersehen mal mit Huyon. Ja. Stimmt. Oh ja. Da ist wieder ein Praktikum da. Genau. Und seine Sprache hat sich aber sowas von... also der muss geübt haben. Da hat er auch die ganze Staffel Zeit. Ja, das stimmt. Außerdem sitzt er ja an einer amerikanischen Uni. Da müsste es dann irgendwann mal klappen mit der Sprache. Auch was der an Flugmeilen sammelt, ey. Da... Habe ich die Stelle verpasst, wo ich Semesterferien sage? Er ist ja öfters mal Flugzeuge geflogen. Da konnte er wohl den Daumen mal raushalten. Ich habe jetzt die Szene gerade nochmal nachgeschaut. Also Frank hatte tatsächlich diese Trompete in der Hand. Ja. Und es sind nicht diese kleinen... ich habe auch gerade nochmal reingeguckt. Und er ist wirklich der Erste, der reinstürmt mit diesem Horn, Trompete, was auch immer. Und hinten dran Margaret. Und ja, also es passt überhaupt nicht zu den beiden. Aber gut, was soll's. Freuen sie sich halt. Ist doch schön. Aber generell, wie fandet ihr denn, wie sie sich freuen? Also gerade ganz am Anfang, wie Hawkeye da so mit auf den Tischen tanzt und Vader knuddelt und alle knuddelt. Würden wir wahrscheinlich auch machen. Genau, würde ich auch sagen. Und jetzt mal ohne Scheiß. Total würden da wahrscheinlich genauso stehen und abfeiern. Also ohne Scheiß, ich glaube, ich wäre eher wie Trapper. Ich würde es auch nicht glauben. Das ist genau der Punkt. Ja, die Frage ist ja eben, es ist wirklich das erste Mal. So, und vielleicht haben die haben einfach noch nicht die Erfahrung, dass immer so oft, also spätere Staffeln. Ja, aber wir haben keine Kriegserfahrung und würden sagen, Moment mal, das ist nur, also. Ich muss aber auch mal sagen, ich glaube, dass Trapper auch gerade so pessimistisch gestimmt ist, könnte auch an der Situation liegen, in der sein Patient ja ist. Der ist ja die ganze Zeit immer an dem am Rumwuseln und das ist schief am Laufen und das könnte auch generell seine Grundstimmung gerade so ein bisschen erklären, dass er da abwartend ist gerade. Sie sind auch alle wirklich fertig am Anfang. Ich meine, wir öffnen ja im Prinzip mit diesem OP-Marathon und der Line of Casualties stretching around the block und dann irgendwie diese Szene, bevor sie dann erfahren, was los ist, wo Raider Henry die Formulare vorlegt und er irgendwie fragt, was das denn wäre. These are forms to get the forms that enable us to get more forms. Und er sagt, all right. Also dieses völlige desillusionierte, okay, das ist jetzt halt so. Aber dusselige Frage, die Sache mit den Patienten, ist das nicht auch so in der nächsten Folge? Ich meine auch. Ich finde das in der nächsten Folge auch passend. Diese Folge hat auch einen schwierigen Patienten, ja. Ja, ansonsten weiß ich auch nicht. Ist jetzt die Frage, muss man das alles einzeln durchgehen, weil es ist dann doch sehr inhaltsarm, fand ich jetzt persönlich. Man freut sich, hier darf der eine mal was sagen, dann freut man sich wieder, dann darf der andere. Oh, ich fand eine Szene fand ich schön, ziemlich am Anfang, wo dann eine von den Schwestern auf Raider so zuläuft und ihn hochhebt und einmal so rumschwenkt. Das fand ich schön. Ja. Aber allgemein wieder. Nein, nein. Aber allgemein wieder unglaublich eine wunderschöne Raider-Szene auch, wie er da so steht wie ein kleiner Junge mit seinem Poesiealbum und alle da reinkritzeln lässt und Hawkeye. Ja, schon wieder so relativ emotionslos da so irgendwas reinkritzelt. Von Trapper ist er ja erst recht noch ein bisschen begeistert, weil er ja gar nichts reinschreiben will. Und aber als er dann bei Henry im Büro steht und ihm sein Poesiealbum in die Hand drückt. Wobei ich das dann auch wieder gemein fand, die Szene, die das dann auch. Wir treffen uns auch gleich nach dem Krieg. Naja, vielleicht nicht gleich nach dem Krieg. Wir telefonieren mal nach 2 Monaten und so. Wollen das nicht ganz so festhalten. Ja, ja. Du machst das schön unverbindlich. Weißt du was? Ich rufe dich an. Weißt du, so was?
Ja, wo ich mich hart dran erinnert gefühlt habe, ich weiß nicht, kennt ihr das Buch von Erich Maria Remarque auch, Der Weg zurück? Ja. Das ist ja die Sequel zu Im Westen nichts Neues und handelt dann von halt den Leuten, die zurückkommen in die Gesellschaft aus dem Ersten Weltkrieg, wo sie erst nebeneinander im Graben gelegen haben und waren alle völlig Kameraden. Auf einmal zu Hause ist der eine wieder der Firmenbesitzer und der andere der Angestellte und dementsprechend awkward. Ja. Mhm. Nein, aber tatsächlich... Ich denke, dass ihnen genau in dieser Szene, die ich auch absolut toll fand, dann wirklich bewusst wird, so, nein, wir wohnen einmal irgendwie quer den Kontinent weg. Wir werden uns nicht sehen. Und wenn, dann treffen wir uns wirklich mal zum Essen und das ist vorbei. Ja, und da wird eben auch bewusst, dass es halt, dass die sonst sich im Leben nicht kennengelernt haben und sonst wahrscheinlich nie was miteinander zu tun gehabt hätten, wenn es nicht diese Situation gegeben hätte. Richtig. Ich glaube einfach, dass die beiden komplett unterschiedlich die Sache sehen. Also Henry schreibt da irgendwie was rein, schreibt auch My Friend und denkt sich da glaube ich auch nicht viel bei. Und für mich ist das echt ein ganz großes Ding. Glaube ich nicht. Da naja, ich meine das schon so, in späteren aber eben halt im Krieg und nicht zu Hause. In späteren Staffeln wirkt Henry da aber komplett anders, dass er ihn auch wirklich so als seinen, wie so einen kleinen Sohn sieht schon. Ja, was ich halt immer merke, oder was wie es mir immer geht, bei Henry, er hat halt so ein Distanzproblem. Ich glaube, den Satz, den Arena da in dieses Album reingeschrieben hat, den meint er völlig ernst. Das glaube ich auch. Er hat natürlich wieder das Problem, sobald es dann, und das ist halt, weil Arena natürlich so jung ist und scheinbar ja auch nicht so eine feste Bindung zur echten Familie hat und so, sobald Arena halt, weil er die Unterschiede der echten Welt und der Kriegswelt nicht so richtig begreifen kann, weil er eben so jung ist, bringt er dann natürlich auf diese Nähe, die ja Henry ihm schon gezeigt hat, noch eine Dimension von Nähe dazu. Und das ist der Moment, wo Henry dann wieder überfordert ist und dann mit seiner dusseligen Art wieder mehr oder weniger brutal zumacht. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich mehr das Ding. Es folgt auf die Szene mit dem Poesiealbum ja das, wo sie dann gleichzeitig sagen, du bist für mich wie ein Vater, / Sohn. Genau. Und das sagen sie gleichzeitig und ehrlich. Also wobei ich glaube, in dieser Staffel ja auch Henry schon Raider seinen Highschool-Abschluss verpasst hat. Genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding, einfach bei Henry kommt dann irgendwann diese soziale Tollpatschigkeit wieder durch, sobald es ihm zu nahe geht. Tollpatschigkeit ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, weil wir reden jetzt auch wieder von einer Zeit, wo das alles noch viel schärfer getrennt war, ne? Wo du halt als Arzt, der dann irgendwo einigermaßen in den Suburbs wohnt, jemanden wie Raider höchstens als Klempner oder sonst was im Haus hat, aber sonst auch nicht. Ja, er blockt ja auch bewusst ab. Also dieses wir treffen uns mal wieder, er will es eigentlich nicht. Natürlich, genau. Aber wie gesagt, ich glaube halt wirklich, das ist so ein soziales Unbeholfenheitsding. Natürlich aufgrund der sozialen Begebenheiten allgemein. Ja, das spielt mit rein. Genau. Ja. Apropos soziale Unbeholfenheit. Es gibt noch einen Plot, der sich durchzieht, über den wir ganz dringend reden müssen. Und zwar Hawkeye und seine drei Standardschwestern. Es ist seine Frau. Das Beste ist die ihm die Pfanne über den Kopf zieht, hinter dem Vorhang. Ja, die wunderbaren Marsha Strassman hier zum letzten Mal als Schwester Margie Cutler in der Serie. Das war ja bis jetzt eine der Schwestern, die am häufigsten aufgetreten sind. Ich werde sie vermissen. Ja. Du hast mir nie die Heirat versprochen. Du hast ein fabelhaftes Gedächtnis. Genau. Die Szene davor fand ich noch besser. You never exactly promised marriage. Bless your memory. Großartig. You use the right words. Also ist schon mit der Hawkeye wieder etwas schmierlappiger, als mir das eigentlich lieb ist. Aber in so einem kleinen Camp natürlich. Drei Frauen parallel laufen zu lassen, dass sie denken, sie sind die einzige und nebenbei noch so ein paar andere kleine Geschichten, verachtenswert, aber mein Gott, muss der Mann gut organisieren können. Aber ich glaube gar nicht, dass es darum geht, sie sind im Camp die Einzige, sondern tatsächlich, er hat halt zu Hause keine andere. Die denken, sind die einzig Wahre, dass da noch andere sind, wissen sie, aber sie sind halt die Wichtige. Da gibt es einfach unterschiedliche Schichten. oder? Immer nur eine pro Schicht. Übrigens, interessant fand ich eine Szene, wo sich Henry beim Rasieren schneidet und wir hatten ja vorher einmal eine Folge, wo er sagte, er kann sein eigenes Blut nicht sehen, wo er dann aber gar nicht umkippt und sagt, ja, jetzt ist es ja auch bald wieder Zivilistenblut. Das wäre ja gerade noch auf, ja. Stimmt, er hätte letztens schon Khaki geblutet. Genau. Ist übrigens gerade aufgefallen, ich glaube, wir haben das wirklich verwechselt. Der Patient von Trapper ist erst in der nächsten Folge. Genau. Ja, genau. Der ist doch erst in der nächsten Folge. Thema auf jeden Fall. Aber ich habe hier auch eine Notiz mit
Patient macht Probleme, habe ich auch drin stehen. Habe ich auch, aber ich finde es nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber dann glaube ich nicht Trappers Patient, sondern allgemein irgendwie, ne? Also in Anführungsstrichen normaler. Ich habe jetzt auch keine Erinnerung. Also, ja. Vielleicht versuchen wir gerade auch die letzte Folge zu dieser Staffel zu vergessen und sie mit der jetzigen aufzuwerten. Ja, nein, nein. Es gibt einen Patienten, Private Gilbert, ich habe gerade nachgeschaut. Okay. Weil es ist nicht der, den Faser McKay schon fast verloren. Nee, das ist der nächste. Den haben wir ja gedacht halt. Ne? Das hier ist der, dem Hawkeye sagt, er soll ihm nicht den Waffenstillstand versauen. Ah, ja. Ah, ja, okay. Ja, wo er auch so sagt, ich freue mich, wenn ich wieder reiche Kinder für Mumps behandeln kann und nicht Fragmente aus irgendwelchen anderen rausoperieren muss. Ne? Das war ja das. Ne? Wo dann auch einer meiner Lieblingssätze fällt, er möge alle 2 Stunden angeschnauzt werden. Ja, genau. Naja, alle 2 Stunden bedrohen. Threaten, ja, genau. Und später sagt er ja auch, dass er gesund werden soll, ist ein direkter Befehl, sonst müsst ihr ihn nochmal operieren und diesmal wäre nüchtern. Ja. Er fühlt sich schon viel besser, war seine Antwort. Wie findet ihr denn die Klingerszene? Denn die fand ich ja auch ziemlich genial. Boah, sein Kleiderkreisel da auf. Ja. Alles fand ich unglaubwürdig. Also ein Klinger, der nicht sicher ist, dass das jetzt wirklich zu Ende geht, schon seine Kleider wegtut. Nee. Ja, so war aber er ist sich doch sicher eigentlich, oder? Also wie alle anderen auch, außer Trent. Ja, eben. Also ich sag ja, das ist... Er nimmt jede Chance wahr. Aber schön ist, dass er dann noch sagt, wo er wieder in der normalen Uniform ist, these low heels are killing me. Ja, ja. Fantastisch. Ich hab so gelacht. Ja. Ja, aber auch, dass er ihr die Schuhe dazu schenkt und voll lieb ist und alles. Und ach, ich mag Klinger. Klinger ist toll. Super, ja. Klar. Und gerade bei Klinger muss ich dazu sagen, so dringend, wie der aus der Armee raus will, bei ihm glaube ich tatsächlich, egal ob er das für glaubhaft hält oder nicht, aber er möchte so gerne dran glauben, dass er auch wirklich dran glaubt. Das ist ja eine Militärstruktur, wenn die Oberen schon alle feiern. Genau. Warum sollten denn die unteren Dienstgrade das nicht glauben? Ja, außerdem ist es ein General, der zu denen kommt und mitfeiert. Also, warum kommt der General eigentlich ausgerechnet in das Mesh? Ja, das kannst du auf den Fotos sehen. Der hat auch geschrieben, der weiß halt, wer die derbste Party rockt. Richtig, ja. Er ist ein Freund der Familie. Es war ein enger Freund. Es war hat ihn sogar Hotlips grüßen lassen? Oder? Ja, ja. Stimmt, ein Telefonanruf. Es war schon komisch, dass er eigentlich dafür extra anruft. Eine Szene ist noch, wo sie mit dem Jeep da die ganze Zeit im Kreis fahren und ich schon gedacht habe, müssen die irgendwann mal tanken. Stimmt, Wo dann der Vater sich erhebt und wirklich alle still werden und er dann sagt, Friends, Civilians of all ranks. Genau. Und nachdem er dann da sein kurzes Gebet abgelassen hat und der kurze Moment des Schweigens, wo dann auch wirklich alle mitmachen. Ich glaube, das ist einer der ganz wenigen Momente, wo das passiert. Und er dann sagt, and now on with the secular festivities. Das finde ich auch schön. Das ist großartig. Ja. Und wieder um den Tannenbaum rum. Ja. Ja, habt ihr denn noch irgendwelche Ergänzungen zu der Folge? Also was ich nur hatte, was neben dem Waffenstillstand als wiederkehrendes Thema war, ist auch irgendwie das Thema Gerüchte, finde ich. Das kam später auch immer wieder, dass irgendwer irgendwas behauptet hat und dass vor allen Dingen, dass Leute wissen, die es nicht wissen sollten. Ja, stimmt. Das kam irgendwie dann später immer wieder mal. Vor allem der Begriff Waffenstillstand oder Ceasefire hier im englischen Original wird falsch verwendet. Weil der bedeutet. Ist ja nur eine Feuerpause, ne? Genau, ja, es ist eigentlich nur eine Feuerpause, ist eigentlich immer nur temporär und deswegen, ja. Ja, aber man lernt halt meistens ein Anfang zu Verhandlungen. Richtig. Genau, das gab es später auch mal. Ein Ungeschränkt. Danach kommt automatisch Frieden so ungefähr. Ja, genau, später haben sie es aber, glaube ich, besser umgesetzt. Aber da haben wir noch ein paar Staffeln. Wenn es einen zeitlich unbeschränkten Waffenstillstand gibt, dann heißt das meistens Friedensverhandlungen. Also das. Ja, ich finde die Endszene noch sehr großartig. Hawkeye erlaubt ja im Prinzip der koreanischen Bevölkerung, dass sie irgendwie alles mitnehmen können, was sie möchten. Unter anderem schrauben sie ja den PA-Speaker ab, während darüber die Ansage kommt, dass man genau das nicht darf. Und wo sie dann wirklich so in den Resten des Sumpfes sitzen. Es ist alles weg, außer dem Kram von Trapper. Ja. Und schön. Ja, aber ich fand super, dass Hawkeye weiterhin so optimistisch bleibt, dass er sagt, und wenn es das nächste Mal ist, wird er auch so reagieren. Stimmt, dass er nicht niedergeschlagen ist. Gibt er auch alles weg. Niedergeschlagen. Ich habe 3 Krankenschwestern aufgegeben, $1,500 in Schuldschein es hat ihn und jetzt einen General auf dem Hals, aber egal. Nächstes Mal.
es hat ihn echt was gekostet halt, aber er behält sich das trotzdem halt, so diese Hoffnung, dass das bald vorbei ist. Das braucht er wahrscheinlich auch, um das irgendwie seelisch zu überleben, das Ganze. Ja, er sagt doch auch, und jetzt guck bitte weg, während ich weine, oder so ähnlich, ne? Aber ich würde euch tatsächlich gerne noch fragen, also Hawkeye, finde ich, reagiert hier wieder, wie er nun mal ist. Im ersten Moment unbedacht, aber ja, passt zu ihm. Aber wie habt ihr denn in dieser Folge Gefühl für Trapper gekriegt? Weil mir war er tatsächlich hier in der Folge der sympathischste. Er hat mir aber gleichzeitig voll leid getan, weil er ist der Einzige, der tatsächlich ähnlich denkt wie ich. Aber er ist natürlich deswegen auch der Einzige, der da hoffnungslos und frustriert rumtrottet. Er dürfte mal der erste Mal derjenige sein, der Hawkeye nicht nur hinterher plappert, weil sonst war er eigentlich immer nur derjenige, der Hawkeye bewundert, alles mitmacht und das quasi nochmal wiederholt, was er sagt. Und dann durfte er, da durfte er mal anders sein. Ja, deswegen ist der Schauspieler ja auch raus. Ich weiß jetzt nicht, ob schon in der nächsten Staffel oder erst danach. Danach. Erst danach. Zwei Staffeln noch. Ja. Auch aber gesagt, immer nur der Sidekick. Also deswegen, jetzt ist es die erste Folge, in der er mal aufgefallen ist. Das ist schon genau, und das fand ich sehr angenehm. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also generell hat sich das gerade ab der zweiten Staffel schon alles ein bisschen mehr dimensional entwickelt. Aber die Figur hat dann auch eine Nachfolgeserie bekommen, oder? Das ist auch viel später. Ja, nichtsdestotrotz, aber dass der als sympathische Figur da irgendwie durchaus noch rausgeputzt wird. Ja, aber du schließt jetzt von der kulturellen Einfluss halt gehabt hat, dass man, ich weiß nicht, wie viel später war das jetzt? Das war schon nach dem Ende von 15 Jahre ungefähr später. Dass man das halt immer noch als Spin-off rausholen kann und sagen, hier, diese Arztserie ist jetzt mit einem der Ärzte aus MASH. Also ich meine, dass das noch als MASH noch lief, dass das gestartet ist, aber es Nein, später. Echt? War kein junger Schauspieler. Ja, aber es war doch auch nicht derselbe Schauspieler. Nein, das war Pernell Roberts. Das war doch hier Bonanza, oder? Genau, es war ein anderer Schauspieler. Pernell Roberts hieß der. Die Serie startete 1979, also noch während MASH lief. Sag ich ja. Tatsächlich? Das war auch das Gegenteil. Ich dachte jetzt auch, es wäre auch später verortet. Er hat zwar länger die Serie klar überlebt, aber startete. Ja, da lief MASH noch 4 Jahre. Aber man hat Today I Learned. Aber man konnte auch nicht. Man konnte auch nicht so großartig Bezüge zu MASH da drin ziehen. Also die Serie stand ziemlich für sich alleine. Absolut. Ja, das ist ja immer die Frage vom Pitch. Das heißt, wie bringen wir jetzt diese neue Arztserie bei den Leuten an? Wir sagen, es ist ein Arzt, der mal im MASH war. Vielleicht kriegen wir damit genug zum Einschalten. Aber das war es dann auch schon fast schon, was es da an Anspielungen Also auch vom Charakter her, ich habe die Serie nicht geguckt. Also sagen wir es mal so, er ist da schon deutlich gereifter, aber sein Sohn ist genau wie er in MASH. Der Typ lebt in einem, ist ein Weiberheld und lebt in einem Wohnmobil auf dem Krankenhausparkplatz. Richtig. Okay. Ja. Habt ihr denn für diese Folge Zitate noch oder habt ihr die alle schon verballert? Ich glaube. On with the Secular Festivities wurde mir noch geklaut. Nee, ansonsten. Hallo, das war von Anfang an meins. Diebstahl! Ich habe nur noch einen Fakt. Ich habe nämlich nachgeguckt, wie viel heißt inflationsbereinigt. Die 1.500 Dollar werden ganze $15.939.34. Das tut schon echt weh. Das ist heftig, ja. Na gut, dann würde ich sagen, wie würdet ihr denn diese Folge bewerten? Ja, wenn ich mal anfangen darf, das ist, wie gesagt, eine meiner Lieblingsfolgen, zumindest aus der ersten Staffel, von daher würde ich auch mal in die Vollen gehen und mit 4,5 von 5 geklauten PA-Speakern bewerten. Ja, also ich fand die Folge auch echt gut, also sie hat mir echt gefallen, das wäre ein wirklich gutes Staffelfinale auch so gewesen, also da gebe ich echt 5 von 6 Waffenstillständen. Also ich nehmen wir mal 10 Punkte an, ziehen einen ab für die nervigen Geräusche und einen für die andere Geschichte, ja, dann bleiben 8 von 10 nervigen Tröten. Ja, ich muss sagen, die Folge war super und ich würde ihr auch deutlich mehr geben, wenn ich nicht noch wüsste, was noch kommt. Und daher kriegt sie 9 von 5 Hawkeyes Kindern. 9 von 5? 9 von 5, das ist gut, ja. Ja, er hat doch 5 Kinder. Ja, richtig. 9 von 5. Ah. Ich würde ihr sagen, ich würde ihr 7 von 10 geben, weil sie ist 7 von 10, was ist denn das? Poesiealben. Weil sie zwar eine der besseren, auf jeden Fall der besten, glaube ich, sogar von der ersten Staffel ist, aber ich finde, die späteren Staffeln kommen noch deutlich bessere. Ja, und
ich finde sie nicht ganz so gut wie ihr, aber ich würde 6 von 10 passenden Schuhen verschenken. Ja, also mich hat ein bisschen die Abwesenheit irgendeines Erzählbogens genervt. Aber ansonsten fand ich stimmungsmäßig auch sehr schön, deswegen gebe ich da 8 von 10 Bettpfannen über die Rübe. Bettpfannen über die Rübe, jetzt nimmt er meine Bewertung weg, der Kerl. Alle sind geklaut, Leute. Ach ja, das ist fürchterlich. Also ich schließe mich Adeles Meinung an. Also ich werde mich da auch bei 7 von 10 so einsortieren und ich gebe mal dafür 7 von 10 zu spät entdeckten Tröten beim Auftritt von Frank Burns. Ja, mir hat die Folge auch gut gefallen. Ich gebe 8 von 10 Schwarzmarkttröten. Okay, damit haben wir alle, ne? Ja. Gut. Dann, liebe Hörerschaft, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht ist ja bis dahin auch wieder Frieden ausgebrochen. Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Staffelfinale von Mesh unter Messer. Heute mit der 24. Episode der ersten Staffel, die den wundervollen Titel trägt Showtime. Oder im Deutschen, für manches nicht gut genug. Wieder eine tolle Übersetzung. Ja, da reden wir heute drüber und wir sind heute... Die Alex. Hallo, hier ist der Sven. Hier ist und die Alex. Die Alex! Der Ole, und der Gregor, hi! Und die Alex! Und hier ist nicht die Alex, hier ist der Rafa. Ja, Sappo ist auch noch da. Das klappt ja super. Der sich gerade wieder vorgedrängelt hat. Der Offliner ist noch da oder als Michael bekannt. Ich dachte, du wärst schon. Nee, das müssen wir einfach nochmal üben. Wollen wir nochmal anfangen? Nee. Ja, das nee. Okay. Und ich bin der Flo und ich weine jetzt schon. Haben wir mit Recht. Übergangen? Nein, ich glaube, wer ist ja auch egal. Einige auch mehrmals. Man muss dazu wissen, dass uns Dela gerade in der Pause gelobt hat, dass wir nicht mehr so viel durcheinander und übereinander reden. Was für eine Pause denn? Das hier ist eine Aufnahme. Da war ich nicht da. Ach so, ja. Es gibt ja gar keine Pausen, weil wir mehrere an einem Tag aufnehmen. Ja. Und sofort verkackt. Da merkt man doch, man darf uns nicht loben. Sobald man nett zu, sobald wir nett zueinander sind, geht's schief. Also, Lila, halt uns kurz. Einfach von der kurzen Leine. Pack die Peitsche aus. Ja, wo wir gerade von nett reden. Wir haben ja hier, wie gesagt, ein Staffelfinale, das ein nettes Staffelfinale sein könnte, wenn es denn eins wäre. Naja, die letzte Folge hätte besser ins Staffelfinale gepasst, würde ich mal sagen. Aber in dieser Folge haben wir Besuch von einer Showtruppe. Ja, da wird drüber zu reden sein. Ja. Henry bekommt einen Sohn, also zu Hause. Wir haben einen neuen Zahnarzt, der fährt nämlich nach Hause. Und es gibt wieder eine Schlacht der Streiche zwischen Frank und Hawkeye. Ja. Ja, wobei die Schlacht der Streiche, also letztes Mal hatte ich wieder einen Mitgucker und da hat's geheißen, warum rächt denn der sich nie? Und dann habe ich bei dieser Folge dann gesagt, deswegen rächt der sich nie, der kann das nicht gut. So schlimm fand ich es nicht. Also ich muss sagen, mit Frank habe ich in der Folge gar nicht so schlimm meine Probleme gehabt. Okay. Zumal er ja auch beim letzten Streich dann, als er dann wieder mit heruntergelassener Hose auf den Show erwischt wird, er reagiert ja souverän. Ja, fand ich auch. Einfach wieder Zeitung hoch zu bringen. Ja, also Frank ist in dieser Folge definitiv sympathischer als so in den letzten, die wir hatten. Ja, auch, dass er überhaupt Streiche macht und dass sie auch eigentlich relativ gut sind, fand ich schon sehr interessant. Das fand ich auch. Also der mit dem Eimer, der war doch wirklich, witzig. Der mit dem Eimer war wirklich solide, da konnte man jetzt nichts sagen. Und der mit der Dusche war ja wohl richtig geil. Super, dass immer die andere angeht, das ist großartig.
Ja, wobei, und wie soll das physikalisch gehen? Wie hat er das gemacht? Die Magie des Films. Ja. Aber ich muss auch sagen, Hawkeye hat in dem Moment auch eigentlich sogar mal halbwegs anerkennend reagiert. Ich hätte jetzt tatsächlich fast gedacht, er ist angepisst von der ganzen Sache. Ja. Aber er gibt ja teilweise, gerade mit der Sache mit dem Eimer, tatsächlich ein, ich gebe zu, da war gut von sich. Ja, aber wer so viel austeilt, ne, der muss auch mal einstecken können. Ja. Ich glaube, dass so mussten sie Hawkeye auch schreiben, weil ein schlechter Verlierer, den kann man nicht als Hauptfigur machen. Der soll ja sympathisch sein und das wäre überhaupt nicht gewesen. Ich hätte aber zumindest gedacht, dass er sich selber was einfallen lässt. Dass es sich quasi aufschaukelt. Das hätte ich eigentlich eher erwartet. Und dass am Ende zumindest ein großer Knall kommt. Gehörte mit zu den vielen Enttäuschungen in dieser Folge, ja. Ja, aber ich fand mal nett, dass wir tatsächlich mal so eine grobe Ahnung haben, wie lange das Camp schon existiert. Weil wir wissen ja aus späteren Folgen, dass Henry das Ding quasi mit aus dem Boden gestampft hat. Mhm. Und er kriegt jetzt einen Sohn. Also können die da noch nicht viel länger als 9 Monate da sein, wenn Moment, doch hat er ein Problem. Moment, das ist der dritte Sohn von Henry. Ja. Ja, aber das hat mit den 9 Monaten ja nichts zu tun. Ja. Also auch bei mehr Kindern verlängert sich die Brutzeit nicht. Ja, ach, okay, gut, da haben wir auch gepasst. Er muss mal zu Hause gewesen sein. Also Ole ist in der IT, da macht man ja auch für 9 Frauen ein Baby in einem Monat. Also. Genau, so ist das. Das ist das dritte Kind. Er war also 3 Jahre nicht zu Hause. Ja, dann bleiben wir gleich bei dieser Storyline. Denn hier finde ich tatsächlich einen schönen Moment zwischen Radar und Henry am Ende. Ja. Weil Henry ist ja ziemlich deprimiert, dass er seinen Sohn nicht sehen kann. Und Radar versucht ihn aufzuheitern, indem er eine koreanische Frau mit ihrem neugeborenen Baby vorbeibringt. Und das scheint zu funktionieren. Finde ich eine schöne Ersatzbaby, schöne genau. Szene. Ich möchte ganz generell sagen, ich fand diese Folge an sich fürchterlich. Auf mehreren Ebenen. Erstens ging mir dieses Unterhaltungsprogramm maßlos auf den Kranz. Ja, absolut. Zweitens habe ich auch überhaupt nicht die zeitliche Abfolge in der Folge auf die Reihe gekriegt. Also gerade dann die Szenen, da kommen wir ja gleich drauf, mit Trapper und seinem Patienten da und so weiter. Das war mir teilweise voll konfus, was dann richtige Rückblicke sind und was quasi live während der Aufführung passiert. Moment, war das nicht in der Folge Hawkeyes Patient? Ist ja egal. Nein, Trappers. Diesmal war es Trappers. Ja. Aber auf jeden Fall, ich habe echt Probleme mit der zeitlichen Abfolge gehabt. Aber was mir echt am meisten wehgetan hat, und ich glaube, wir dürfen ja in diesem Podcast spoilern, ist halt tatsächlich die Szene mit Blake. Denn es folgt dann der Satz, als er sich eben unterhält mit Hawkeye und auf den Jungen anstößt. Ich hoffe, ich sehe den Kleinen nochmal, bevor er selber alt genug ist, um eingezogen zu werden. Ja, das ist traurig. Gerade und das ist eine Szene, wenn man den weiteren Verlauf dieser Serie kennt, die bricht einem auch echt das Herz. Ja, absolut. Das fand ich auch. Also natürlich wusste man das damals nicht, aber das ist schon hart, wenn man das heute guckt. Ja, der Henry-Teil ist tatsächlich der bessere Teil noch von der Folge. Ansonsten ist es so, wie als wenn so Versatzstücke zusammengeschnitten worden wären. Mhm. Aber Motto, wir hatten noch was übrig. Ja, wir haben noch so Shortfiller, alles was auf Boden rum hat, nochmal zusammengefegt. Ja, aber das haben sie schon besser gemacht. Ist das zeitlich nicht ein bisschen früh, um irgendwie diese Geschichte mit Nabelschnur durchtrennen des Vaters? Also war das zu der Zeit schon üblich? Naja, er ist Arzt, also vielleicht war das in dem Fall anders. Da vertraue ich keinem anderen, das mache ich selber. Ja, okay. Was mich aber tatsächlich mal interessieren würde, da habt ihr vielleicht von der Meta-Ebene ein bisschen mehr Ahnung. Ich habe das ja immer so verstanden, als war dieses Ende von Henry dann tatsächlich mehr oder weniger tatsächlich relativ dreckig und auch nicht so unbedingt vorhergesehen. Wenn ich mir aber jetzt diese Folge so angucke, und diesen dunklen Schatten, der jetzt, wenn man es weiß, eben über dieser Folge hängt. Wisst ihr, ob das Ende von Henry schon immer so angelegt war oder ob das tatsächlich Nein, das ist Zufall. Das ist echt keine Zufall. Keine Ahnung, ich kenne jetzt nicht mal das Ende von Henry mehr. Bitte nicht spoilern. Das sollte wirklich nur gemacht werden. Ach so, mich alles nicht, gut, er kommt nach Hause, tritt seine Frau wieder. Also man kann sagen, das war da, es war nicht so geplant. Und das ist jetzt einfach ein Zufall, dass es in der Retrospektive jetzt so wirkt. Ich denke auch, ihr interpretiert mehr rein, als es tatsächlich ist. Ja. Aber was mir noch aufgefallen ist, du sagst, ist ja diese Puppe war nicht so toll, ne? Bin ich ja total bei dir. Aber ich glaube, die im Camp fanden diesen komischen Phipps Asmussen Verschnitt da auch nicht wirklich witzig, ne? Ich beleidige nicht Phipps Asmussen, ja? Ja, das finde ich. Ist der noch nicht lustig. Also, Horror hat nebenbei gelesen. Ich habe hier aufgeschrieben. Ja, es gibt ja später eine Szene, wo dann der Applaus kommt und Hawkeye aufwacht.
Da dachte ich echt nur, I feel you, Mann, I feel you. Das. Ja, also ich habe mir gleich bei der ersten Szene aufgeschrieben, das nennt man wohl lauwarmen Applaus. Ja. Vor allem, die haben ja Staffeln später nochmal so eine Truppe, die da auftaucht. Das ist tatsächlich eine deutlich bessere Folge, weil sie damit dann auch spielen. Das wirkt jetzt einfach nur, als ob das da drin ist. Wirklich so, wie wir vorhin gesagt haben, wir haben noch ein paar B-Plots, die wir noch irgendwo im Schnitt haben, zusammengefegt. Und wir müssen irgendwelches Füllmaterial machen. Ja, und die Gruppe ist die Miller Sisters. Die gab es tatsächlich, aber die haben sich erst 1953 gegründet. Und diese Folge spielt etwa 1950. Also ist da auch mal wieder ein Fehler drin. Ja. Was mich hier auch noch interessieren würde tatsächlich ist, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Irgendwas wollte ich doch gerade erzählen. Was ich lustig fand, ist tatsächlich die Tatsache, die sind ja jetzt alle nicht unbedingt dafür berühmt, dass sie keine Sexisten sind und kein übergriffiges Verhalten zeigen. Aber als er dann hier irgendwelche dreckigen sexistischen Scheißwitze macht, selbst dafür kriegt er keine Reaktion. Also wenn selbst die diese Witze schon scheiße finden, dann ist er wirklich schlecht. Darum ja Fips Asmussen. Ich fand das schon, dass sein Stil schon sehr Fips Asmussen-y ist. Tatsächlich. Ja, bezüglich der sexistischen Sprüche, vielleicht kennen Sie die alle schon. Ja, eben, genau. Sag, was erzählst du da? Das habe ich schon selber jetzt in den letzten 3 Wochen 12 Mal gesagt. Und das war real. Ja. Ja, ich hatte generell das Gefühl, die wollten da einfach so viel reinpacken. Da sind ja wie so 3, 4 Geschichten auch mit Faser Markey und so. Das war einfach zu viel, fand ich. Ja, es ist wirklich die Reste verwerten. Naja, sie haben es in den Dear-Dead-Folgen auch so gemacht und da hat es erheblich besser geklappt als hier. Ja, aber da gibt es ja einen konsistenten Faden. Da gibt es einen Kommentator, der da durchführt. Die werden ja auch so ein bisschen ineinander verwoben, habe ich immer so den Eindruck. Aber das ist in der Folge gar nicht. Ich glaube, sie haben versucht, eben diesen Show-Act als Faden zu machen, aber das funktioniert überhaupt nicht, weil das einfach nur Fremdkörper sind in der Folge. Anfangs dachte ich noch, wenn er sagt, ja, wir sitzen alle in einem Boot und dann kommt der Gegenschnitt, dass es nicht so ist, da denkt man noch so, oh, das passt immer, so Schnitt, Gegenschnitt, er sagt das eine und dann siehst du die Realität, aber das ist nach den ersten 2 Schnitten ist das weg und dann ist es nur noch zusammenhangslos. Ja, die sind halt ein Fremdkörper, weil es ja auch keine Interaktion mit denen gibt. Sagen wir so, insgesamt war es für mich eine schöne Raider-Folge, weil er ein schickes Trommelsolo hat. Das halt Colonel Blake halt sein Ersatzbaby besorgt. Alles andere ist irgendwie an mir vorbeigegangen und ja. Ach, ich fand den Plot mit dem Zahnarzt noch ganz witzig. Also ja, vor allem seinen Vortrag über Erreger im Mund, als Lieutenant Hardy ihn küssen will. Das fand ich noch ganz gut. Naja, den Zahnarzt mochte ich wieder gar nicht so. Also erstens geht der mir in seiner ganzen Woody Allen-Art extrem auf den Sack. Jetzt hast du Woody Allen gesagt, jetzt ist er mir unfassbar unsympathisch, ja. Ja. Aber damit hat Dela den Finger auf was gelegt, was ich nicht beschreiben konnte vorher, aber jetzt ja. Ich habe mal kurz eine Frage. Wird irgendwann mal erwähnt, dass Raider Koreanisch kann? Nicht wirklich. Nein, aber es wird nicht gesagt, er kann Koreanisch, aber da er ja derjenige ist, der eben, wie gesagt, auf dem Schwarzmarkt und so weiter am ehesten immer verhandelt. Ich will auf was anderes hinaus. Sie hätte gesagt, es wäre schön, dass er zumindest auf Amerikanisch lächeln könnte. Nee, das hat er gesagt, das meint er, aber ich fand irgendwie so, es hieß nur, sie könne nur Koreanisch und ich meine, er könne auch kein Koreanisch und deswegen dachte ich immer, wie hat er die dazu gebracht, dass sie das Kind drüber gibt? Frage. Oder irgendein sie haben Koreaner sich doch da gefunden, diesen jungen Mann herangezüchtet. So stimmt. Ja, oder? Ja, sowas. Der wird gesagt, vermittelt haben. Wir haben hier einen Kerl, der mal dringend einen Streifenbaby halten. Baby braucht. unser Chef braucht mal dringend ein Baby. $5 Nein, aber ich glaube tatsächlich, das wird so ein Ding sein. Ich meine, zu Besatzungszeiten, da hat halt jeder DDR-Bürger auch so 3 Sätze Russisch gekonnt, dass er sich eine Flasche Schnaps besorgen kann oder ein Baby. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht der Standardsatz. Dürfen wir uns hier Baby leihen? Ja, der Baby-Schwarzmarkt also, in der DDR war ja ganz bekannt. Ja. Ich denke tatsächlich, wenn das einer so zumindest in Brust stecken kann, dann ist es Raider. Ja, aber die Erklärung mit Huyon, die finde ich schon ganz gut. Ja, ist ja auch noch da. Das passt.
Baby, der Baby-Schwarzmarkt. Ja, das war, zwar der letzte Schrei. Ja, die galten als Zweitwährung. Die wurden oft für Zigaretten eingetauscht. Das sind doch 5 Westbabys. Das macht 50 Ostbabys und 500 Ostbabys auf den Schwarzmarkt bei Einreise in den Osten. Wie fandet ihr denn die Trapper-Szene? Welche? Gab es eine Trapper-Szene? Mit den Patienten, ja, mit seinen, ne? Patienten halt. Das Arthur so ja. Wo der magische Priester auftrat. Ja, das war mir echt doof. Das war mir echt zu plump. Ja, das war mir auch zu doof. Hat die ganze Folge seine Sinnkrise und dann berührt er den Patienten und der wird geheilt und keine Ahnung. Es fehlt ja nur noch, dass er ihm die Hand aufgelegt hätte einfach oder so. Weißt du, das wäre, nee. Na, hat er doch. Er hat sich ein Kreuz geschlagen und dann hat er seine Hand in seine genommen. Ja, aber das ist so plakativ und ich weiß nicht. Ja, das passt doch überhaupt nicht. Das einzig Gute. Und der ist sofort wach, der Typ vor allem. Ja, aber das ist ja auch öfter noch im Buch beschrieben worden, dass sie sagten, Pastor, we need a fix. Und dass er dann dahin kam, sein Gebet gemacht hat und auf einmal ging es dem Patienten wirklich besser, weswegen sie ihn ja öfter gerufen haben. Also in Berufung aufs Buch fand ich schon, also es ging. Blöd. Nee, also ja, ich gebe zu, ich mochte die Szene auch. Weil erstens mochte ich tatsächlich diesen Einkehrmoment von Hawkeye, als er zugibt, ihm gelingen manchmal Sachen, für die er eigentlich logischerweise eigentlich gar nicht gut genug wäre. Das fand ich sehr gut und das ist eigentlich auch was ich nicht glaube, dass das Hawkeye leichtfertig zugeben würde. Ich finde aber, das passt nicht zu ihm. Ich weiß nicht. Ja, doch schon. Also der weiß ja, was er kann. Er ist ja kompetenter Chirurg und wenn er dann was hinkriegt, was er halt, jetzt weil halt kein anderer da ist, weil es schnell gehen muss, was versucht, wo er weiß, das ist jetzt eigentlich etwas außerhalb meiner Möglichkeiten und es dann auf einmal schafft, ja doch. Ja, aber später äußert er sich ja auch etwas negativ gegen den Glauben in ein höheres Wesen. Also natürlich. Von daher, da denke ich mir, das hat er vielleicht eher aus Freundschaft zum Pater gemacht. Ja, natürlich. Das sehe ich auch. Nicht aus Überzeugung, sondern aus Freundschaft. Aber was ich schön fand, auch wie Margaret hat zwar im Hintergrund agiert, aber sie hat ja, dass sie da tatsächlich mal wieder ihr Konkurrenzdenken und so weiter zurückgestellt hat und einfach nur Trap da drin unterstützt hat, wie er versucht, den Patienten zu retten. Ja, stimmt. Und sich auch um ihn gekümmert hat und auch mal ihn zurückgenommen hat, so nach dem Motto, jetzt ruhst du dich mal aus. War so ein bisschen Foreshadowing, ne? Für später. Naja. Ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, natürlich, der Anästhesist misst den Blutdruck mit dem Stethoskop statt Puls. Ja. Ja. Naja. Okay, ist mir nicht aufgefallen. So macht man das doch. Mir ist so viel nicht aufgefallen in der Folge. Ja, man kann bei der Folge ganz schnell wegsacken. Ja, sie plätschert halt an einem vorbei und es bleibt halt nichts hängen. Ne? Vielleicht bis auf den Moment. Doppelt schade, weil es die letzte ist, einfach. Ja, es ist furchtbar als Staffelfinale. Das macht es nochmal schlechter. Also sagen wir so, hätte ich das damals als Staffelfinale gesehen und hätte ich irgendwie mir dann überlegen müssen, freue ich mich auf die nächste Staffel, hätte ich Zweifel. Ja. Da bin ich bei dir. Mhm. Also was schon noch ein bisschen nice war, dass sie am Ende die Schauspieler mal alle vorgestellt haben. Das fand ich okay. Aber sonst, ja, nicht. Oder so hatte ich schon innerlich abgeschaltet. Mhm. Aber das haben sie auch relativ subtil gemacht. Das war auch schön. Wir haben aber auch ein paar Auftritte, also ein paar Leute, die in dieser Staffel öfter mal da waren, die jetzt hier zum letzten Mal dabei sind. Also den Zahnarzt haben wir schon genannt. Voran. Genau, Ugly John hat hier seinen 10. und letzten Auftritt. Der Schauspieler John Orcutt wird in der 8. Staffel, glaube ich, nochmal auftauchen. Wir haben aber auch den ersten Auftritt von Gwen Farrell, als hier noch als, nicht genannt, aber als Krankenschwester. Die wird in den nächsten 10 Jahren, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Schwestern spielen. Muss man aber ich finde das mit Ugly John übrigens tatsächlich schade. Das ist einer meiner Lieblingsnebencharaktere. Ja, hat er halt extrem wenig zu tun bis jetzt. Und in Zukunft noch weniger. Ja. Apropos Nebencharaktere, geht mir das nur oder geht es euch auch so, dass dieser Kaplan dem Groucho Marx irgendwie so ähnlich sieht? Nee. So ein bisschen. Ouch, ja. Nein. Ja, wie gesagt, ich habe halt die Woody Allen-Sache im Kopf dabei. Ja, es ist so eine Mischung aus Woody Allen und Groucho Marx. Nein, also Groucho Marx nicht. Ja, das liegt an der Brille, oder? Die Groucho Marx. Auch an dem Bart und dem komischen Groucho Blick, den Groucho Marx so drauf hat. Eigentlich nicht so eine dicke Brille. Der hat diese dick aufgemalten Augenbrauen. Und den dick aufgemalten Bart. Genau. Seine Frisur hat mich an meinen Opa erinnert. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, aber auch, das Opa kenne ich jetzt nicht. Nee, aber auch an andere Männer aus der Generation meines Großvaters.
Nein, ich also habe jetzt gerade mal geguckt, Groucho Marx, die Brille ist eher dünner. Nein. Okay. Hm. Ja. Jo, habt ihr denn aus dieser Folge Sätze und Sprüche? So. Echt nicht viel hängen geblieben. Nö, da gab es auch nichts Nennenswertes. Naja gut, also der Dialog, der dann in den Konflikt führt zwischen Frank und Hawkeye, der ist noch ganz gut. Stop, this is an order. Move, this is a threat. Ja. Der war so, halt, das ist ein Befehl, bewegt euch, das ist eine Drohung. Und wo dann Frank zu ihm sagt, you have insulted me in front of others for the last time. Und er sagt nur, hier ist your helmet, Frank, und drückt ihm die Bettpfanne in die Hand. Ja, also das hatte was. Okay, das war im Deutschen, vergiss deinen Stahlhelm nicht. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Ah, ja. Da haben wir doch eine Stelle, wo ich irgendwie mir gerne rausgeschrieben hätte, was im Englischen war. Danke. Ja, Helm ist ja, wird auch gerne dann halt Tinhead genannt. Also speziell bei den Amis ist alles, was man sich auf den Kopf setzen kann, egal welcher Form, erstmal ein Head. Okay. Hat mich zwischendurch immer auch gewundert. Daher weiß ich das noch. Naja, aber also bei mir ist tatsächlich eben diese Ansage, als er sich mit Hawkeye, also Henry, sich mit Hawkeye eben über den Sohn unterhält, das war ein ganz böser Satz. Und ansonsten eben dieses, ja, du kannst ja in Koreanisch lächeln. Ich habe übrigens vorhin nochmal nachgeguckt, also die Entscheidung, die Staffel dann so enden zu lassen, wie sie endet, also nicht diese, sondern die, wo dann Henry nach Hause fliegt, die ist also ganz, ganz kurzfristig getroffen worden. Okay. Und die letzte Skriptseite ist also auch erst irgendwie auf dem Set ausgeteilt worden. Ja, und so, ne, die letzte Seite, da kommen wir noch dazu, die hatte tatsächlich nur Alan Elder, der die auch geschrieben hat. Die anderen also wussten davon nichts. Aber da ist auf jeden Fall jetzt hier nicht, noch nichts. Genau, Spoiler. Nicht, ja. Sie mussten zweimal drehen. So ist es genug gespoilert. So, also hier definitiv kein Hinweis darauf. Nein, es ist ein schwaches Season-Finale, das wir jetzt hier haben. Aber gut, das ist damals in den 70ern natürlich auch noch nicht so gemacht worden wie heute, wo dann alle Handlungsstränge zusammenlaufen und ein großes Finale kommt. Das war halt eine 0815-Folge und leider keine der besseren 0815-Folgen, würde ich mal sagen. Was mich hier mal noch interessieren würde, tatsächlich. Weil es interessant ist, dass wir eine amerikanische Militärserie mit dem Wort für ein deutsches Militärgewehr beschreiben. Ist ja auch okay. Was mich tatsächlich noch interessieren würde, ist, wie Wahrscheinlichkeit, wie groß war denn eigentlich? 0815 war das Standardgewehr der deutschen Truppen im Ersten Weltkrieg. Ach so. Im August 1915. Das ist weil. Wieder was gelernt. Das war Standard MG und nicht das Standardgewehr. 0815 war das nicht das Gewehr? Standardmaschinengewehr. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge. Ich werde sie euch verlinken. Was mich tatsächlich interessieren würde, Standard MG. Entschuldigung. Jetzt lass doch mal das machen. Flo, du hattest in der letzten Folge schon erwähnt, dass diese vorhergehende Folge theoretisch als Staffel- oder Serienabschluss gedacht war. Als die Folge dann live ging, wussten sie ja schon, dass es weiterging. Aber weiß jemand, ob es knapp war oder war es tatsächlich so erfolgreich, dass das gar nicht zur Diskussion stand? Zu der Zeit war es noch nicht so erfolgreich, also sehr knapp war, aber die Serie wurde wirklich erst in den späteren Jahren zum Hit. Verständlich. Mhm. Ja, vielleicht ist das deswegen die Folge auch so, dass sie selber nicht so ganz wussten, von wegen ist es jetzt unsere letzte oder ist das nur ein Staffelfinale, ne? Okay. Ja, aber trotzdem, ich denke mir halt, also von der Sendereihenfolge hätte ich das potenzielle Sendungsfinale auch als Staffelfinale benutzt. Also da, ja, das hätten sie wahrscheinlich dann geendet. Die haben ja sehr viel Produktionszeitfolge und Ausstrahlung. Es kam dann vom Studio, okay, ihr werdet nicht gecancelt, wir müssen aber die eine Folge jetzt senden und brauchen dann für danach noch eine. Da würde mir jetzt kein Grund für einfallen, warum sie jetzt sagen müssen, jetzt müsst ihr unbedingt die Folge jetzt senden. Die haben viel umgestellt damals. Also ich glaube nicht, das war wahrscheinlich einfach. Also auf jeden Fall ist es nicht gut. Nee. Die letzte wäre ideal dafür, also die davor wäre ideal dafür gewesen. Genau. Auch gerade, weil man eben der Zuschauer ja auch erstmal nicht weiß, wir wissen es, aber dass es eben dann doch kein Waffenstillstand war. Oder es lag an der Zeit. Man hatte ja damals noch kein Internet und sie sagten, okay,
Wir bereiten dann schon mal die zwei Folgen vor, von denen die eine jetzt die letzte sein könnte, befragen unsere Fokusgruppen. Das dauert ja auch wieder ein paar Wochen, bis wir wissen, was die gesagt haben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich sag mal halt, damals gab es ja auch schon Fernsehzeitschriften, dann wussten sie schon, ah, nächste Woche kommt noch eine Folge. Weil stell dir mal vor, wirklich das als letzte Folge der Staffel, man weiß noch nicht, ob es verlängert wird. Da hätte man wirklich noch mitgefiebert, ist es das jetzt wirklich, ist es jetzt zu Ende oder nicht? Ja, oder vielleicht lag es daran, wir wollen es spannend, man weiß es nicht. Wir wollen das Spannende nicht haben. Was ich immer zu verschiedenen Serien sehe, was da in der Produktion erlese, was dann in der Produktion so passiert ist und was nicht und wie das zustande kam, da packst du dir auch nur am Kopf. Also das Bekloppteste, was du dir vorstellen kannst, ist wahrscheinlich noch nicht bekloppt genug. Ja, wir wissen es nicht genau, aber ich glaube schon, dass sie doch früh genug wussten, dass es weitergehen wird, weil sie ja dieses alternative Ende für die vorherige Folge gar nicht gedreht haben. Das war ja nur geschrieben, aber gar nicht gedreht dann letztendlich. Ja, wir können es nicht klären, ne? Wer weiß. Also, ja. Wie gesagt, das Bekloppteste, was man sich vorstellen kann, ist wahrscheinlich nicht bekloppt genug für das eigentliche Fernsehgeschäft. Ja, wie bekloppt fandet ihr die Folge denn? Ich fand sie ganz schön schwach. Ist für mich eine der schwächsten, also vielleicht so, nein, es ist die schwächste Folge, die wir bis jetzt gesehen haben, also aus der ersten Staffel. Und ich würde sagen, naja, 0,5 von 5 fällt mir auch nichts zu ein. Trotzdem es schon welche gab, wo man sich wirklich über irgendwie den Mindset auseinandersetzen musste. Also da war jetzt ja wenigstens kein Hass dabei. Ich weiß nicht mehr, was ich der Moose-Folge gegeben habe, aber die hat mich auf jeden Fall, also die Moose-Folge, über die konnte ich mich wenigstens ärgern. Das ging ja hier nicht mal. Die ist belanglos. Ja, die läuft halt nebenbei und man vergisst alles danach sofort. Die The Moose, die wirkt, als ob sie was sagen wollen. Sie haben zwar verkackt, aber sie wollten was sagen. Aber diese Folge wirkt einfach nur belanglos. Und ich sage mal, wenn da jetzt die Sache von Trapper nicht dabei wäre, dass er mal wieder ein bisschen Charakter kriegt, würde sie von mir tatsächlich 0 kriegen. So kriegt sie jetzt eine von 10 belanglosen Filmchenschnipseln. Ich fand sie nicht ganz so schlimm wie ihr. Ich würde 6 von 10 koreanischen Babys geben. Aber das liegt halt daran, dass ich sie jetzt in Retro-Perspektive sehe. Weil das hat mir doch tatsächlich so viel Emotionen ins Herz gejagt, dass ich ja weinend vor dem Bildschirm saß, kurzzeitig. Alleine dafür. Ansonsten, wenn ich das nicht wüsste, würde ich sie auch bei maximal 3 von 10 beobachten. Aber so sind es 6 von 10. Also ich habe nichts Gutes und nichts Schlechtes dazu zu sagen, also kriegt sie von mir die Hälfte der Punkte. Punkt. Ja, als Staffelfinale eine Katastrophe. Einzig gute Szene hat Henry so ein bisschen, aber deshalb, also sonst ist das alles nichts. Es sind nur noch Versatzstücke, B-Movie-Plots. Also da gebe ich echt ein von 6 traurigen Henrys. Ja, also ja, ich habe ja auch schon erwähnt, dass das hier nicht so gerade mein Favorit war. Deswegen gebe ich auch 2 von 10 schlechten Phipps-Asmussen-Imitatoren. Ah, verdammt, ich reduziere auf 4 von 10. Du darfst deine eigene Meinung haben. Nein, ich habe den Typen vergessen. Ja, aber das ist der Zauber dieser Folge. Man vergisst es sofort. Das ist wirklich so. Siehst du? Du hast es schon vergessen. Da stimmt was nicht. Das ist eine Men in Black-Folge. Ja, cool. Ich habe davor noch erzählt, ich habe auch, als ich das las mit A und Show Act, habe ich an eine ganz andere Folge gedacht. Die hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, ich sage euch eins, wir diskutieren sich ja noch. Wir müssen das Staffelfinale noch machen. Aber wir haben doch, nee. Wahrscheinlich lief das bei den Produzenten auch so ab. Ja, deswegen ist die als letzte gekommen, weil die wurde weggeblitzt. Ja. Die sollte vorlaufen und dann hat sich eine angeguckt und hat die vergessen. Ja. Und dann lief so schnell, wir brauchen noch eine. Und dann so, oh, da ist noch eine. Reingelegt, ohne anzugucken. Und ganz doll leid taten mir auch die drei Damen, die diese Kostüme tragen mussten mit diesen Halstüchern. Ja. Das war damals schick, das war okay schon. Ja, aber man musste da ja auch drin leben. Oh. Ja, jetzt nicht ständig, die haben die, aus, wenn die von der Bühne gegangen sind, auch wieder ausgezogen. Naja. Die konnten sie in die Ecke stellen, die sahen so gestärkt aus. Na gut, Show, das hat natürlich die Figur so ein bisschen gestützt, ne? Ja. Na gut. Achso, Bewertung, ne? Muss ich noch. Wer sind dran? Ja, weiß ich nicht. Der Raphael, glaube ich, ne? Ne, ich hab schon. Du warst schon? Da bin ich hier dran. Okay, ja, also ich fand es jetzt nicht so furchtbar schlecht. Ich habe es sogar noch nebenbei nochmal geguckt. Also rausgerissen haben es für mich so das diebische Grinsen von Frank, dass seine Streiche geklappt haben.
Fand ich ziemlich cool. Ja, und halt der Schlussgag, ne? Also da muss ich sagen, da hat Frank ja irgendwie ganz souverän noch hingekriegt, obwohl also im Freien saß. Nee, fand ich gut. Also ich gebe da mal, 4. Nee, ich gebe mal 5 von 10 diebisch grinsenden Franks. Ich muss gerade sagen, als du es gesagt hast, ist mir gerade wieder aufgefallen. Ja. Ich habe sogar die Streiche vergessen. Ich auch. Ohne mich. Was, echt jetzt? Mir, das mit Frank habe ich ganz vergessen. Ja. Wir sollten diese. Irgendwas stimmt mit dieser Folge nicht, Leute. Ganz ehrlich. Sie ist verflucht. Ja. Wie gesagt, was ist denn in der Rolle, wo 24 draufsteht? Egal, ich spiele ab. Diese Folge wird sowas ähnliches wie das Video of the Ring, wenn die sich jemand anhört, in 7 Tagen hast du alles vergessen. Ja. So lange dauert es nicht. Nee, so lange dauert es nicht. Das ist ja 7 Sekunden. Daran. Ich habe das mit Frank jetzt wirklich schon wieder vergessen. Das ist, war da irgendeine Sabo? Band in der Folge? Ja, und wie gesagt, welche Serie besprechen wir nochmal? Ich leg noch mal einen oben drauf. Ich gebe mal 6 von 10. Vergiss es. Ja, nein, geht noch, weil wir haben Gary Burke vom Schlagzeug gesehen. Das war schon sehr geil. Das habe ich auch vergessen. Was? Nein, das ist für mich war es eine wunderschöne Raider-Folge, weil er eben dieses Schlagzeug-Solo hatte. Ja. Und halt das Ersatzbaby für Henry besorgt hat. Mhm. Den Rest habe ich vergessen. Jetzt ist es vielleicht die beste Folge. Und deswegen gibt es bei mir überhaupt noch, der hat es überhaupt rausgerissen, Rent-a-Baby. 4 von 10 Trommel-Solata. Juli. Solala. Ja. Und ich sehe die Folge auch gar nicht so schlecht. Ich mochte die Streiche, ich mochte die Henry-Story. Gut, sie hat einfach nicht zusammengepasst, aber sie hat mich jetzt auch nicht großartig gestört. Also ich gebe 5 von 10 Bettpfannenhelmen. Du denkst an den Komiker. Wie oft hast Nein, du nicht, wenn ich nicht mich an das alles zu erinnern? Ja. Die Henry-Story, die hatte ich ganz vergessen. Und ich hoffe, ihr vergesst nicht, nächste Woche wieder einzuschalten, wenn es heißt, was heißt es denn? Gott, und bis dahin. Folge, ich beende hier furchtbar. Schrecklich. Bis dahin, macht's gut und man hört sich in Staffel 2. Ciao. Und zum Staffelfinale. Ciao. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.